Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts. Wie ihr bereits wisst, aber vielleicht nochmal hören müsst, könnt ihr uns auf Facebook, Instagram, vielleicht könnt ihr uns auch auf TikTok finden, aber auf den anderen beiden ganz sicher. Wenn ihr uns auf TikTok findet, schickt uns bitte den Namen, damit wir uns auch finden. Ihr könnt uns auf Strava finden, ihr könnt uns auf unserer Webseite finden, ihr könnt uns in unserem Shop finden. Das alles findet ihr wiederum in den Shownotes, die ihr jetzt da, wenn ihr auf euer Handy schaut, findet. Das ist das Teil, wo ihr das Ding jetzt gerade offen habt. Ihr findet den Flo normalerweise im Umfeld von Wien laufend und mich auch. Vielleicht findet ihr uns ganz gut. Wenn ihr uns ganz gut findet, dann könnt ihr uns Dinge hinterlassen, nämlich 5 Sterne oder Geld, könnt ihr uns auch zustecken. Das finden wir dann wieder ganz gut. Und so findet man jedes Mal was Neues heraus, auch bei dieser Folge. Deswegen haben wir uns jemanden eingeladen, damit wir wieder was Neues herausfinden können. Zum Beispiel, wie findet Eva Mihailovic Österreich? Deswegen, hallo Eva. Hallo, hallo, ja. Und damit ich nicht so allein bin, habe ich mir noch einen zweiten gefunden, der mitredet. Hallo Flo. Hallo Peter. Gut, aber die erste Frage darf ich stellen, hat es geheißen, oder? Genau. Was macht ihr auf TikTok? Tanzt ihr da? Lauft ihr vor? Oder was macht ihr da? Das muss ich dann gleich nachprüfen. Das wissen wir eigentlich noch gar nicht. Also vielleicht, also wenn du da Ideen hast. Aber wenn du uns dort findest, sag es uns bitte. Aber ich würde es gut finden, wenn ihr ein Konto anlegt und dann macht es zum Beispiel Lauf ABC mit Musik hinterlegt. Das gibt es vielleicht noch nicht. Das wäre vielleicht was Neues. Ja. Hm. Ich werde das in unsere Social Media Abteilung weitergeben, Peter. Okay. Alles klar. Ich werde das dann das Ganze aufnehmen. Da brauche ich nur den richtigen Cast. Flo. Verdammt. Ich schick dir Videos und du bringst sie dann auf TikTok. Okay. Verdammt, jetzt habe ich Arbeit. Richtig. Und ich werde es auf alle Fälle nachprüfen. Ich sag's euch gleich. Hervorragend. Da gibt es dann ein Dance-Off. Oder wie man das nennt. Wir sind nicht einmal 3 Minuten in dem Podcast und schon haben wir uns da in die Scheiße reingeredet. Das ist Wahnsinn. Okay. Das heißt, wir müssen versuchen, ein professionelleres Bild abzugeben oder einen professionelleren Ton. Natürlich. Ja. Gut. Also Peter, fang nochmal an. Puh, lass mal das mit der Professionalität. Nein, ich fange jetzt sicher nicht nochmal an. Gut, uns kennt sie ja schon, aber die Eva kennt sie noch nicht. Oder zumindest weiß ich nicht, ob ihr sie kennt. Die Eva kommt aus der Südoststeiermark, würde ich mal behaupten. Also irgendwo so zwischen Graz und dem Jogelland. So circa, ja, westlich von Graz, ja, Graz-Umgebung. Ja. Und Freund dem Laufsport. Und zwar sehr intensiv. Wie bist du zum Laufen gekommen und was ist dein Antrieb? Boah, zum Laufen gekommen, wie kommt man zum Laufen? Also, ich würde sagen, als Wald- und Wiesenkind groß geworden und dann irgendwie zum Mittellangdistanzlaufen gekommen und dann ja über die Jahre, Jahrzehnte dann einfach gesteigert. Und irgendwann ja kommt dann der Punkt, wo man beim Ultralauf gelandet ist und ja, dort geblieben, dort hoffentlich noch lange bleibend und ja, laufsüchtig, wie vermutlich viele, viele, die das sich anhören und ja, wie ihr wahrscheinlich auch, nehme ich mal an. Also ich vielleicht schon, der Peter ist ja sehr trainingsfaul. Also mittlerweile nicht, aber vielleicht hat er jetzt mittlerweile eine Sucht entwickelt. Das kann ihm vielleicht, möglicherweise. Er mag das Laufen gar nicht, offenbar. Eigentlich mäßig. Er kann halt nichts spannend. Anderes, das ist das Problem. Okay. Ach so, richtig. Okay. Ja. Ich mag es gerne, durch ein Ziel zu laufen. Und dazu musst du halt vorher was machen. Okay, aber Training ist jetzt nicht so das Erste, was ich in meinem Leben vorgehabt habe. Bei mir ist genau umgekehrt. Also mir macht das Training mehr Spaß, als dann irgendein Rennen zu laufen oder bei irgendeiner Veranstaltung teilzunehmen.
Was war da dein erstes Rennen, an dem du teilgenommen hast? Puh, was war das erste Rennen? Es muss irgendein Schulrennen vermutlich gewesen sein. Aber es weiß ich gar nicht genau, welches das war. Aber ja, sicher nichts Weltbewegendes oder irgendein Volkslauf vielleicht. Nein, ich glaube ein Schulrennen, ja, im Gymnasium. Ja. Also das ist ein bisschen länger hier schon. Unhöflichkeit, müsste ich jetzt sagen, das ist schon ein, zwei Sonntage her, aber ja. Du bist jünger wie wir beide. Aber durchaus schon im fortgeschrittenen Alter. Wollte jetzt nicht so sagen, ich wollte jetzt eher sagen, so, du bist jetzt da kein Ultralauf-Newcomer in dem Fall. Also du bist jetzt nicht so, du bist schon etwas älter als 19. Und dementsprechend nicht ein Ultralauf-Wunderkind. Nein, das definitiv nicht. Nein. Also viele, viele Jahre an Trainingskilometern und Laufkilometern und unterschiedlichen Distanzen und ja, also sicher kein Neuling mehr. Nein. Und Wunderkind auch nicht, nein. Ich bin aber verwirrt, weil ich habe nebenher, also so in der Recherche, ein bisschen gestöbert und man findet von dir relativ wenige Ergebnisse. Mhm. Also zumindest dort, wo ich geschaut habe, was aber möglicherweise einfach nur an persönlicher Unfähigkeit liegt. Weil das erste Ultra-Ergebnis habe ich von 2017 gefunden. Und wenn du sagst, du läufst jetzt schon sehr, sehr, sehr lange, bist du früher kurze Distanzen gelaufen oder Marathon gelaufen oder... Nein, also ich bin eigentlich immer für mich selbst gelaufen. Das klingt eben komisch, vielleicht vor allem für so Leute, die eben unglaublich gern Rennen laufen. Aber ja, also ich finde, also alle, also was heißt alle Veranstaltungen, das ist jetzt vielleicht falsch gesagt, aber ich brauche nicht unbedingt irgendwie hunderte Leute am Start, sondern für mich geht da viel verloren von dem, was eigentlich Ultralauf und vor allem Berglauf ausmacht. Also ich würde ja in erster Linie gar nicht sagen, dass ich Ultraläuferin bin, sondern Bergläuferin. Mhm. Und es ist halt der Unterschied, ob man alleinig irgendwie ganz, ganz viele Kilometer läuft und niemanden sieht oder ob man gleichzeitig mit, keine Ahnung, 100 Leuten mit Kompressionsstrümpfen und Laufrucksack ausgestattet irgendwo startet mit einem klaren Ziel. Also ich laufe einfach gern los und schaue, wo es mich hintreibt und natürlich aber einen konkreten Plan, weiß ich circa, wo ich hinlaufe, aber manchmal treibt es mir halt zig Kilometer weiter, manchmal halt kürzer und das ist für mich das, was Laufen oder vor allem Berglaufsport ausmacht. Einfach die Natur genießen, alleinig sein, schauen, wo man ankommt oder wo man vielleicht auch nicht ankommt und ja, und dann wieder nach Hause laufen. Das ist das, was es für mich schön macht und ich brauche kein super Ergebnis, ich brauche keine super Zeiten. Ja, manchmal habe ich so, wie soll ich sagen, Laufkumpanen, wo ich mir sage, ja, okay, ich laufe immer doch mit irgendeinem Rennen, aber das macht es für mich nicht spannend oder macht es für mich nicht reizvoll, weil ich eben sowieso einfach gern laufe. Deshalb brauche ich ja nicht unbedingt ein Ziel, wo ich hintrainiere, sondern ja, ich gehe es halt einfach so an. Und ja. Dadurch ist die Distanz wahrscheinlich auch relativ egal. Oder ich meine, du hast gesagt, du definierst dich jetzt auch nicht als Ultraläuferin und da geht es dann wahrscheinlich, so wie ich das raus, eher jetzt mehr ums Erlebnis als um wie lang das jetzt ist, ob das jetzt genau nach 42,195 Kilometer der Spaß aufhört oder nicht, ist dann im Endeffekt wurscht, oder? Genau. Wobei ich würde behaupten, es macht halt erst ab einem gewissen Kilometerumfang dann auch wirklich Spaß und ja. Aber es ist nicht so klar definiert. Ich habe sicher natürlich auch so Trainingspläne, die ich teilweise verfolge, aber eher so nach Genuss laufen, würde ich mal behaupten, ja. Und ab welchem Kilometer würdest du sagen, dass es dann wirklich anfängt, Spaß zu machen? Also für mich, das ist ganz komisch, wenn ich das vielleicht sage, aber ich habe so für mich ist meistens der 17. Kilometer einer, wo ich sage, oh, der ist blöd, den mag ich nicht, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein mentales Ding. Aber ich würde sagen, so richtig Spaß macht es dann so ab 25, 30 Kilometer. Dann bin ich voll drinnen und ja, dann ist lustig. Nur zur Erklärung, wir hatten mittlerweile ja nicht mehr, weil mittlerweile läuft der Peter mehr und mittlerweile trainiert er mehr, aber zu Beginn seiner Marathon-Ultralauf-Dings ist der Peter regelmäßig bei Kilometer 38 eingegangen. 36. 36, Entschuldigung. 36. Und wir haben,
Das war die magische Zahl. Die magische Beta-Marke. Und da haben wir dann sogar, weil wir sind einmal den Falscher Grenzstaffellauf gelaufen. Beim Teufelsteig eingegangen und dann haben wir den Höhenmeter-Koeffizienten hinzugetan, dass sich die Kilometeranzahl, in der Beta eingeht, nach runter sieht, je mehr Höhenmeter er vorher hat. Leider trainiert er das mittlerweile und jetzt geht es nicht mehr. Aber damals jetzt die Folge 18 ist die neue 36. Ja. Okay, also ein bisschen mit 18 Eingang. Wobei, so aber der Teufelsteig ist ja cool, ja, beim Grenzstaffellauf. Ja. Die Zeit, die du gelaufen bist, die sind wir beide nämlich noch nicht gelaufen. Wie schnell? 6.00.34. Ja? Ich bin 6.30, glaube ich, gelaufen mal. Mhm, darum sage ich ja. Bei was jetzt bin ich das gelaufen? Es ist vielleicht auch so komisch, ich überhaupt kein Blick für das oder kein Gedächtnis für das. Das finde ich nämlich so lustig. Ich hab zuerst gedacht, okay, du laufst sehr viel auf Straße. Dann habe ich gesehen, na, eigentlich, also ein falscher Grenzstaffellauf, das ist kein typischer Straßenläuferlauf. Der Trail Maniac ist kein typischer Straßenläuferlauf. Irgendwas ist komisch. Dann habe ich aber gesehen, okay, Bad Blumau. Also, ja, das war Spaß bei dir. Dafür ist ein Stundenlauf, das ist nicht ernst zu nehmen, ja. Aber das war wirklich ganz blöd, eine verlorene Wette. Ja, ja, aber zur Gaude 157 Kilometer. Also. Ja, zur Gaude, ich meine, es war nicht nur Gaude, muss man dazu sagen. Aber ja, so also ohne Druck halt irgendwie. Also ja, das habe ich irgendwie in der Jugend hinter mir gelassen, so irgendwie so auf Vollgammer trainieren und ja, ich meine, das heißt nicht, dass ich immer nur langsam laufe und keine Ahnung, Hillsprints mache oder zwischendurch einmal eine Intervalle, aber dann, ja, weil mir das halt einbüht oder mir auf meinen Plan schon setzt, aber nicht so gezielt und mit so einem Leistungsdruck. Also das bin ich definitiv nicht. Ja. Aber das ist auch das Spannende, finde ich, an den Stundenläufen. Dass man sich eigentlich einteilen kann, wie man will, setzt man sich kurz einmal hin. Das ist gerade zum Anfangen noch, finde ich, zum Ultralauf anfangen eigentlich auch ein gutes Format ist, weil es einfach ohne Druck ist und du musst dem Ziel nicht entgegenlaufen, sondern du hast alle x Runden, hast halt wieder alle x 100 Meter, wenn die Runde vorbei ist, hast du halt wieder dein Sitzel, wo du dich hinsetzen kannst, wenn es dir nicht taugt. Und dann kannst du wieder ein bisschen entspannen. Ja, wobei ich habe wirklich, muss ich dazu sagen, vor diesem 24-Stunden-Lauf habe ich enormen Respekt gehabt und ich wollte es dann aber irgendwie dann doch ausprobieren, weil das immer eine lustige Geschichte war, wie wir da drauf gekommen sind, aber vor dem habe ich wirklich Respekt gehabt, weil ich mir gedacht habe, wie schaffe ich das mental, mich da so abzulenken. Ich glaube, weil die Strecken, die hat gehabt insgesamt, keine Ahnung, 1,5 Kilometer oder so. 1,7 Kilometer ist, glaube ich, Blumau. Das ist eine total kurze Runde. Und ich habe mir gedacht, wie schaffe ich das? Keine Ablenkung, keine Natur, auf die ich mich konzentrieren kann, keine Szenerie, die sich irgendwie ändert. Aber es war dann irgendwie so, man kommt da so in so einen Tunnel und es war dann doch gar nicht so schwierig. Ich habe mir gedacht, das wird das Härteste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Aber es war dann im Endeffekt ganz lustig. Also es ist ziemliche Partystimmung dort und ja, lustige Leute total und ja, war recht witzig. Aber hast du das vorher irgendwie so ein bisschen trainiert oder dir ein bisschen, außer dass du dir jetzt Gedanken gemacht hast und dich irgendwie mental auf quasi auf Leid eingestellt hast, oder sonst noch irgendwas versucht mental an dir zu arbeiten und um dich da auf die 24 Stunden vorzubereiten? Also was ich da wirklich gemacht habe, ist, dass ich öfter in der Nacht wirklich gelaufen bin, weil ich bin eine absolute Frühaufsteherin, aber entsprechend auch normalerweise dann recht früh schlafen gehend und da habe ich mir gedacht, 14 Stunden laufen und so ohne Schlaf und dann bin ich zwei, dreimal wirklich also in der Nacht laufen gegangen, lange Distanzen und dann gleich am Vormittag noch einmal, das habe ich glaube ich dreimal gemacht, also das war gezielt, sage ich mal, Vorbereitung, aber ansonsten. Ja. Mehrere Fragen dazu. Aber das war, wie gesagt, das war nur so eine Gaune-Geschichte. Ja. Aber empfehlenswert, können wir es unbedingt einmal machen. Ja. Ja. Ja, die Überlegung steht eh im Raum. Okay. Aber du laufst ja trotzdem, obwohl du sagst, du laufst eigentlich lieber für die und Wettkämpfe sind eher so, wenn es sein muss oder wenn es passiert, du laufst aber trotzdem für einen Verein. Wie kommt das? Also, das war so eine komische Geschichte. Ich war beruflich längere Zeit einmal in Amerika und dort bin ich dann beim Track and Field Club gelandet und habe dort irgendwann einmal
ja, also ein bisschen die Jugendarbeit für mich entdeckt. Und wie ich zurückgekommen bin, habe ich mich dann an einen Leichtathletikverband in der Steiermark gewandt und war dort eine Zeit lang eben für Kinder, sage ich mal, zuständig im Training. Habe dort auch Ausbildungen gemacht und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ja, das gefällt mir, und habe dann dort eben unter anderem drei Kinder länger betreut und bis ins Jugendalter. Die sind mittlerweile im Elitekader im österreichischen Leichtathletikverband. Und das ist dann aber extrem anstrengend geworden, also nebenberuflich das zu machen. Und dann bin ich da irgendwie durch diese Kinder und Jugendliche dann eben auch zu dem Verein gelandet, der in der Nähe von mir ist. Die veranstalten zum Beispiel die österreichischen Berglaufmeisterschaften des Öfteren. Mhm. Und dort bin ich einfach geblieben dann. Also das, ja, ganz eine nette Runde, ja. Den Lauf, also den Kainacher Bergmarathon, mhm, bist du aber noch nie gelaufen, oder? Wohl, den bin ich schon ein paar Mal mitgelaufen, ja. Dann taucht er einfach in der Statistik nicht auf. Okay. Ja, nein, den glaube ich schon. Ganz schön. Ja, der ist ganz lieb. Also das ist, man hat mit Berg zwar wenig zu tun, aber es ist eine schöne Trailrunde und ja, eine nette Veranstaltung, ja. Gut, für uns Wiener ist alles, was irgendwie mehr als 200, 300 Höhenmeter ist, ein Berg. Also das. Ja, nein, also liebe Almen und ja. Also das schöne, also ich weiß nicht, seid ihr schon mal gelaufen? Ansonsten müssen wir sogar Werbung machen. Ja. Ja, ich bin am Gelaufen und ich habe den Flo schon quasi angespitzt und habe gesagt, er muss auch unbedingt diesen Dreier-Cup laufen, also Ötscherfeitsch, Kainach. Mhm. Weil der ist wirklich ganz lustig. Mhm. Außerdem habe ich gesagt, ich habe es ihm nicht verraten, aber ich habe gesagt, er muss da unbedingt mitlaufen und er muss gut laufen, weil er muss unbedingt das Preis, also den Preis gewinnen, der am Schluss rauskommt, weil der ist einfach großartig. Den Sessel? Nein! Entschuldigung, das hätte ich nicht sagen dürfen. Aber ja, so einen habe ich auch daheim, der ist wirklich spitze. Also den muss man unbedingt erlaufen. Allein für diesen Sessel ist es wert, dass man sie drei Rennen durchquält. Richtig. Warum machst du so einen Sessel nicht daheim, Peter? Ja, weil ich einfach schlecht bin. Ja. Weil ich einfach nicht gut genug bin. Aber ich kann dir noch ein Foto schicken. Also der ist wirklich total hübsch. Und also. Ja, bitte schick uns ein Foto, das müssen wir dann in die Shownotes reintun, das ist der Sessel. Okay, der ist irgendwo am Dachboden bei mir. Ja, wirklich extrem hübsch. Aber ist die Frage jetzt an euch, von den drei Läufen, welcher ist der schönste? Ich kenne halt nur die Zeit. Das Schönste? Es ist schwierig. Also ich muss sagen, von der Szenerie würde ich fast den Ötscher sagen. Mhm. Bin bei dir, ja. Also es ist jetzt schwierig, weil es einfach ganz verschieden ist, weil im Ötscher laufst du halt sehr viel unten und nur einmal halt kurz oben drüber. Mhm. In der Feitsch laufst du relativ lang oben entlang. Also dieses Plateau ist halt schön, wenn es dann nicht aufbirnt. Okay. Soll manchen Menschen schon passiert sein. Wenn nebst dem, dass er bei Kilometer 18 eingegangen ist, hat sie nun 10 Kilometer weiter ziemlich auf den Boden gelegt, weil er über seinen eigenen Schnürsenkel drüber gestolpert ist. Und zwar über das Schnellschnürsystem von Salomon, weil er offenbar der einzige Mensch auf der ganzen Welt war, der nicht gewusst hat, dass es da oben so eine Lasche gibt, wo man das Deck einstecken kann. Die Lernkurve war sehr steil. Okay. Ja, wobei das Plateau ja wirklich dazu einlädt, dass man stolpert einmal. Das muss man dazu sagen. Vielleicht waren es ja, auch das, nicht die Schnürsenkel. Das war aber gar nicht mehr Blut. Das war schon weg runter. Das war bei diesen Wurzeln. Bei den Latschen war das. Genau, aber die Wurzeln. Ich habe in einer Wurzel eingefädelt mit dem Schnürsenkel und der eine Fuß ist halt stehen geblieben und der Rest vom Körper ist halt in der gleichen Geschwindigkeit nach vorn und es war eine schwierige Erfahrung. Aber man muss sagen, er hat es mittlerweile gemerkt, wie mein Schnellschnürsystem richtig bedient. Also es gelernt. Ja. Ich bin ja auch Steirer und Kaburgenländer, also ich habe es beim ersten Mal gelernt. beim Bundesheer auf der Grenze, der Wachkommandant hat immer gesagt, Steirer sind Burgenländler mit Geländegang. Richtig. Ja, okay. Wir haben gescheiten Wein und Berg. Name würde auch sagen, Ötscher Platz 1, Veitsch Platz 2, Kainach leider verliert auf Platz 3. Ja, ich finde Kainach ab Kilometer, was wird das sein, 7? Also wenn du oben rauskommst auf diese Forststraßen, dann hast du diese Alm oben, wo die eine Labestation ist. Mhm. Von dort weg ist es schön.
bis zu dem Zeitpunkt, wo du, dann hast du irgendwann, oben laufst drüber, das ist super, dann hast du einfach den steilen Downhill, der ist großartig, weil steile Downhills sind yay, und irgendwann kommst du dann Richtung Forststraßen und Asphalt runter. Und ab dann wird es langweilig, ja. Da ist halt dann schier. aber oben das Mittelstück ist wirklich schön. Wo die Lipizzaner sind, ja, das ist wirklich Rossbachalm, das ist wirklich schön. Ja, also kann man trotzdem sehr empfehlen, vor allem es ist ja als Ostösterreicher sind alle drei Rennen wirklich in endlicher Zeit erreichbar. Also du musst jetzt nicht großartig herumfahren. Ich glaube noch keiner, also Wien-Kainach sind, was wird sein, eine Stunde 45? Das geht flott. Ja, super erreichbar, ja. Aber du hast vorher noch gesagt, du hast dieses Hintrainieren und wie soll ich sagen, Wettkampfambitionen und ich muss ein gewisses Ziel erreichen und so weiter, hinter dir gelassen. Das heißt, du hast das einmal gehabt? Ja, in der Jugend. Also das ist doch schon einige Jährchen her. Aber ja, das, und sicher, ich meine, zwischendurch kennst du das sicher auch, wenn man dann wirklich sagt, okay, man hat ein gewisses Ziel vor Augen und ich meine, Run Across Austria war natürlich auch so was, die man da immer nicht hingestellt und gesagt, laufen wir mal so 10, 20 Kilometer in der Woche und dann fangen wir mit dem an. Aber so dieses super ehrgeizige und jede Minute rausquetschen und bis zum Umfallen trainieren, das, ja, dafür bin ich einfach zu alt. Aber ist das nicht einfach nur ein anderer Ehrgeiz, weil, und das war ja auch der Grund, wo wir auf dich aufmerksam geworden sind, eben dieser Lauf durch Österreich. Und den dann durchzuziehen, den zu organisieren und auch für den zu trainieren und den dann zu machen, ist ja auch eine gewisse Art von Ehrgeiz, oder? Ja, das ist ja auch jetzt nicht nur alles schön und Blumen und macht nur Spaß, sondern tut auch ein bisschen weh, glaube ich. Oder fangen wir von Anfang an, wie kommt man auf die Idee? Ja, das fragen wir, haben mir die Leute so extrem oft gefragt und wie kommt man auf die Idee? Also ich glaube, für mich ausschlaggebend war dann wirklich, dass ich, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, von Ricky Gates, den, ich weiß nicht, ob ihr den Läufer wirklich erkennt, ein Buch gelesen habe. Ich meine, der fotografiert da viel und der ist ja durch Amerika gelaufen und mir hat eigentlich das Buch insofern fasziniert. Ich habe die Dokumentationen gesehen, die hat mir nicht so gut gefallen, aber das Buch war insofern cool, weil der ist eigentlich mit dem Grundsatz losgelaufen, er möchte eigentlich sein eigenes Land ein bisschen besser kennenlernen und das hat mir als Gedanke eigentlich gefallen und dann habe ich gedacht, ja, siehst du eigentlich Österreich, wie weit ist das überhaupt? Aber mal überschlagsmäßig eine Route immer rausgesucht und habe ich gedacht, ja bitte, wenn der durch Amerika laufen kann, werde ich mal durch Österreich laufen können und ja, so ist das irgendwie dann in die Gänge gekommen, dann war noch Corona eben auch mit dabei, weil ich mir gedacht habe, ja, liegt doch nahe und ja, und dann so mit dem Plan habe ich mir gedacht, ja, so von der Kilometerleistung müssen die da gar nicht so viel mehr tun. Und dann habe ich mir das in den Kopf gesetzt und dann habe ich gedacht, so, das ziehe ich das halt einfach durch. Ja. Du hast aber, du hast ja, Österreich bist du ja schon mal durchquert, Nord-Süd. Mhm, genau. Und zwar Neisenwurzenweg vielleicht? Oder Weitwanderweg oder einfach irgendwie? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob das der Eisenwurzenweg war. Zwischendurch ist es was ein Wanderweg, wie heißt denn der? So nicht weiter an der Weg, oder wohl war es ein weiter an der Weg? Es gibt einen weiter an der Weg, der also nördlich von Linz startend und du endest irgendwo in Kärnten ganz unten. Genau. Wie auch immer das. Wobei von der Route her, das klingt jetzt vielleicht auch sehr unprofessionell, ich habe immer von Tag zu Tag geschaut. Also ich habe durch Österreich West-Ost, ich habe eine grobe Route mal vorgenommen und habe dann aber eigentlich jeden Tag mal überlegt, okay, wo geht's am nächsten Tag weiter? Und das war sowas, weil ich mir gedacht habe, zuerst muss ich dazu sagen, habe ich mir gedacht, dass ich östlicher laufe. Dann habe ich aber gesehen, also Steiermark, Obersteiermark, da bin ich eigentlich schon relativ oft, also trainingszweckmäßig oder so unterwegs gewesen, habe ich gedacht, das kenne ich schon. Und ich habe zum Beispiel Niederösterreich und Oberösterreich so gut wie gar nicht gekannt. Und dann war das, ich meine, erstens von den Höhenmetern dann auch, weil ich habe zuerst geplant gehabt, dass ich als komplette Selbstversorgung das mache. Mhm. Dann habe ich gedacht, wenn ich so oft auf- und absteigen muss, das ist einfach nicht realistisch. Also da so viel Urlaub kriege ich erstens nicht. Und ja, und dann ist irgendwie so die Route entstanden über das Dreiländereck und dann eher Oberösterreich, Niederösterreich. Dann wieder zurück. Aber das heißt, du hast da, also du hast ungefähr gewusst, ich möchte
weiß nicht, ganz im Westen anfangen, ich höre ganz im Osten auf. Mhm. Genau. Und das wird halt so um die 700 Kilometer sein, so. Und du hast gewusst, weiß nicht, ich habe Endtage Urlaub, die kann ich da reinschmeißen, das heißt, ich muss in der Zeit durch sein. Genau. Das heißt, ich muss pro Tag x Kilometer schaffen. Genau, das war so die grobe Rechnung. Ich wusste, ich habe maximal 3 Wochen Zeit, weil so lange habe ich Urlaub. Und ja, und so genauso bin ich angegangen. Also geschaut, okay, von der Leistung her, insgesamt waren es dann zwar über 800 Kilometer, aber sehr wenige Höhenmeter, muss ich auch dazu sagen. Also das war ja relativ easy dann. Ja. Also Oberösterreich ist Fahrt worden, um ehrlich zu sein, aber ja. Hättest doch durch die Roststeiermark laufen sollen. Was ich mich da immer frage, ich habe sowas auch noch nie gemacht, aber ich weiß nicht, es gibt auch den Philipp Jordan, der das auch da irgendwie die Elbe entlang gelaufen ist und so. Und der hat immer gemeint, der hat sich die Route vorhalten. Ich meine, in dem Fall ist es einfach, weil der läuft halt irgendwie die Elbe entlang. Aber ich meine, für ihn war das immer gut zuvor zu wissen, wie die Route ist, bevor er an der startet, weil das, wenn er dann fertig mit Laufen ist, es zu anstrengend war, sich halt irgendwie noch über relativ viel Gedanken zu machen. Also der wollte am meisten noch essen, Füße hoch und das war's. Und du hast ja jetzt irgendwie so das Kontraprogramm gefahren. Da war doch noch, so hört sich an zumindest, relativ viel zum Überlegen. Strecke und genügend Kilometer und wo schlafe ich dann? Und war das dann irgendwie dann anstrengend mit der Zeit oder anstrengend, dass du vorgestellt hast? Oder wie hat sich das dann so ergeben? Weißt du, was ich meine? Ja, also der Tag, muss ich sagen, war schon sehr voll. Also ich meine, ich war zwar dann immer so am frühen Nachmittag fertig, aber eben dann war mal Essen fassen am Programm und Regeneration. Und dann war halt eigentlich auch Planung für den nächsten Tag, war dann halt immer angesagt. Ne? Also der Tag war schon gut ausgefüllt bis wirklich zum Schlafen gehen. Das muss man schon dazu sagen. Und stressig, also wo ja zu Beginn, und da muss ich ja wirklich sagen, also der Plan ist nicht aufgegangen. Ich habe jetzt erst wirklich gedacht, dass ich ausschließlich selbstversorgungsmäßig unterwegs bin. Aber dann war es ja so, den Plan habe ich dann eigentlich schon fast im Juli verwerfen können, weil ich habe einige Freunde im Vorarlberg und Tirol und es hat ja den gesamten Sommer lang durchgeschüttet. Also es war ja wirklich ein super miserabler Sommer. Also wenn ich das im Juli gemacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich ja nie bis nach Innsbruck gekommen. Und es war wirklich, also allein über den Arlberg bin ich ja fast mehr geschwommen, als dass ich gelaufen bin. Also es war alles, die Wiesen, das waren alles nur Seen. Und nur mit Schlafsack, also das wäre wirklich nicht gegangen. Und es war relativ, also die ersten paar Tage bin sehr kälteempfindlich, war es richtig, richtig kalt. Und das wäre nicht gegangen. Also da war ich etwas zu blauäugig unterwegs. Wobei, wer weiß, vielleicht irgendwann einmal möchte ich das aber noch machen. Ja. Ja, und würdest du es jetzt zumindest den Aspekt im Nachhinein genauso machen? Oder sagst du jetzt mit der Erfahrung, die du getan hast, es wäre vielleicht doch gut gewesen, sich da intensiv auf das Ganze vorzubereiten? Ich glaube, dann wäre so ein bisschen wie soll ich sagen, für mich der Spontanitätsfaktor irgendwie weggefallen, den ich so gehabt habe. Also so eben man schon gut überlegt, wie viel man sich vorbereitet, da an die Startlinie zu gehen, aber danach sie ein bisschen treiben zu lassen einfach. Also das ist mir wichtig und ich meine, ich würde es vielleicht, wenn viel mehr Wetterglück hätte ich fast nicht haben können. Ich hätte mir davor wirklich noch ein schöneres Monat davor gewünscht, weil dann hätte ich sicher draußen auch ernächtigen können. Also das ist das Einzige, wo ich sage, würde ich mir anders wünschen, aber das kann man eben nicht planen. Ja. Also eigentlich bin ich ganz zufrieden, so wie es gelaufen ist. Ja. Du hast aber, du hast einen gewissen Grundplan ja gehabt, dass du sagst, was nicht, 50 Kilometer am Tag oder so irgendwie um den Dreh herum. Weil dann geht es ja sie aus. Mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe, bitte korrigiere mich, wenn ich da auf kompletten Holer dazu. Hast du dir auch vorgenommen, ich laufe eher für Asphalt oder eher Offroad dahin? Eher Offroad, ja. Okay. Ja. Und das ist aber nicht immer aufgegangen, der Plan. Ja. Ja. Ich glaube, gerade wenn ich mir jetzt überlege, so Oberösterreich, Niederösterreich. Ja, das, wie gesagt, das ist Offroad wahrscheinlich zwischen zwei Äcker. Ja, das ist das Offroadigste, was du wahrscheinlich hinkriegst. Ja. es kommt drauf an, du hast den Wienerwald, der sich da von Wien irgendwie da Richtung Westen erstreckt. Also
du könntest wahrscheinlich schon, wenn du es jetzt wirklich, du müsstest halt wahrscheinlich, weiß nicht, aber ich glaube, es ist eher um die spontane, dass das spontane dahin laufen kann und nicht so, wie plane ich mir die Route schön zusammen, soweit ich es mitgekriegt habe. Nein, wenn du wirklich jetzt Stunden da in die Planung reingesteckt hättest, hättest du wahrscheinlich Asphalt zu 90% auch vermeiden können, aber dann ist natürlich die Spontanität dahin. Ja, und halt auch schon, aber dann überlegt man schon, also ich muss sagen, ich glaube Vorarlberg, Tirol, da habe ich wirklich bis zum Dreiländereck, da habe ich die schönsten Strecken ausgenutzt gefühlt und entsprechend waren die Distanzen ziemlich weit und viele Höhenmeter. Und dann eben ich würde behaupten, ab Vöcklabruck, Wels dort irgendwie, da sind mir dann die Ideen ausgegangen, weil ich mir gedacht habe, gar so viel. Also entweder muss ich einen extremen Umweg laufen, dass ich sage, okay, hab dann vielleicht noch irgendwas, oder ja, ich nehme dann halt auch in Donaurad weg und ja, laufe halt dahin. Also das war dann so, das war ein bisschen, der schlimmste Tag war sowieso der letzte Tag, weil da habe ich so einen Gegenwind gehabt, dass ich mir gedacht habe, ich komme überhaupt nicht ran. Das waren nur, glaube ich, 22 Kilometer. Also das muss ich sagen, da habe ich schon gemerkt, dass ich wirklich nicht umsonst gern berglaufe, weil das war dann ein bisschen langweilig. Im Gegenwind hassen hast du mit Peter einen riesen Sympathisanten. Oh ja. Gegenwind, ja. Kalt und Regen. Das ist die Dreifaltigkeit des Todes. Ja, das ist. Hass und Abscheu. Ja, das ist allerdings, ja. Und am Tag davor ein bisschen vorgefeiert, auch muss ich dazu sagen, dass das der letzte Tag war, ein bisschen von Wien kommen, ein bisschen schlimm, aber ja. Ach so, da war noch das Kopfweh, was im letzten Drink drin war. Ja, irgendwie. Und das über Kälte und das war einfach. Also der letzte Tag, muss ich wirklich sagen, den stellt man sich vermutlich am schönsten vor. Das war es aber wirklich nicht. Das war der härteste Tag. Ja. Aber ist nicht immer so, dass man am Schluss glaubt, man, das ist das Riesending, wenn man dort das dann geschafft hat, und dann ist man dort und denkt sich, ja, und es ist fertig. Ja, genau. Jetzt fahren wir wieder heim. Genau, wie du sagst, ja. Das ist ungefähr so, wie der Christoph Strasser erzählt hat, dass das Ziel vom Race Across America einfach ein aufgeklebter Streifen am Boden ist und dann bist du fertig und musst dann aber noch x Kilometer weiterfahren. 15. Bis zu diesem tollen Torbogen, wo sie quasi alle durchfahren, aber das Ziel ist dort eigentlich gar nicht. Und er hat gesagt, es sind die unnötigsten 15 Kilometer in diesem ganzen Rennen. Ja. Weil es ist völlig wurscht, du hast keine Zeit mehr, du musst es aber trotzdem fahren, weil sonst zählt es nicht. Und du weißt einfach nicht, warum es das jetzt machen sollst. Was mich interessiert ist, du hast ja es nicht autonom gemacht, also nicht völlig selbst versorgt. Nein. Und bist dann mit, also mir scheint, sehr überschaubarem Gepäck unterwegs gewesen. Ja. Also wirklich mit so einem, weiß nicht, 8-12 Liter Rucksäckchen. Was man halt für, ich würde mal sagen, Tages- oder Zweitages-Wettkämpfe benutzen würde. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel Liter der hat, aber sehr wenig, ja. Regengewand und Essensproviant, ja. Und den Rest hat dir jemand quasi von Etappe zu Etappe gebracht? Oder hast du fixe, ich würde mal sagen, Dropbacks oder Stationen gehabt, wo du gesagt hast, dort komme ich auf jeden Fall vorbei? Unterschiedlich. Also wie gesagt, teilweise haben mich Freunde halt betreut, wo ich gewusst habe, okay, die hinterlegen mir dort irgendwas mit einer Dropbox oder Dropbag. Und teilweise sind Freunde halt, haben mich so begleitet mit dem Radl. Mitgelaufen ist komischerweise, obwohl mitgelaufen sind wenige Strecken Radl-Leute. Und zwischendurch habe ich aber, also ich habe auch so ein Flasker mit kaputt, die aber selbstreinigend war. Das heißt, ich habe einfach, es war sehr regenreich, es war immer genügend Quellen und so. Und das haben wir zum Beispiel einmal wieder bei der Karten angeschaut. Und ansonsten war ich in der Mega-Zivilisation. Also es war ja nicht so, dass ich sage, Supermärkte waren meistens irgendwo, und wenn ich durch einen Ort gekommen bin, habe ich mich dort selbst, bin ich irgendwo reingegangen und habe mich versorgt. Achso, du hast so eine komische Flask mit diesem im Verschluss oben dieses Reinigungssystem drinnen ist. Genau. Funktioniert das gut? Das funktioniert super, ja. Ich habe das auch aber noch nie benutzt.
Ja. Ich glaube, ich habe sowas auch, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe es auch definitiv noch nicht benutzt, deswegen frage ich so blöd. Ja, ich meine, natürlich, ich muss keine Pfütze oder so irgendwas raustrunken, sondern eh bei den Wanderwegen gibt es dann meistens so Quellen und so, aber zur Sicherheit habe ich mich wirklich zugelegt, weil ich mir gedacht habe, ja, schadet sicher nicht. Und wie gesagt, meistens war ich in der vollen Zivilisation, also das, ja, war nie ein Problem. Ne? Aber ich denke mal, Wasser ist doch auch teilweise also wirklich das Schwierigste. Essen kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, das ist mit Tankstellen und du brauchst nicht noch irgendeine Ortschaft durch. Irgendwas findest du sicher zum Essen. Mhm. Aber Wasser stelle ich mir schon nicht so einfach vor, auch wenn man die Strecke nicht kennt, wie man das jetzt dann genau rationiert, dass man dann nicht irgendwo in der Pampa steht und plötzlich nichts mehr zum Trinken hat. Ja, aber das also... Ich muss dazu sagen, das hat mir eigentlich am meisten eben zwei Sachen immer wirklich Sorgen gemacht. Also, dass mir das Wasser ausgeht und ich wirklich irgendwo komplett dehydriere und das zweite waren Hunde. Und beide Sorgen waren unbegründet. Und ich meine, ich habe natürlich schon immer geschaut, okay, wo ist die nächste Ortschaft, wie weit ist circa bis zum muss ich jetzt noch vorher Wasser auffüllen. Und eigentlich bei jeder Möglichkeit, also ich bin meistens vollbepackt mit Wasser wieder irgendwo hinkommen, weil das wirklich, ja, irgendwie so die Panik war, dass mir wirklich das Wasser ausgeht. Also sobald ich eine Gelegenheit gehabt habe ich dann wirklich wieder aufgefüllt und somit habe ich immer genug Wasser mitgehabt. Und das hat mir, das weiß nicht, ob Sie das vielleicht auch kennst, dass man ja nie in so eine Unsicherheitssituation reinkommt, was dann ja voll für Energie nimmt. Deshalb habe ich meistens gleich wieder aufgefüllt, wenn ich irgendwo durchgelaufen bin. Und die kleinen Ortschaften habe ich gelernt, auch meistens wirklich an Trinkbrunnen und ja, und die Leitner, also muss ich auch dazu sagen muss, es war ein paar Mal habe ich einfach am Haus gefragt, ob sie mir die Flaschen auffüllen können, das hat nie irgendwer nachgesagt oder so. Also total hilfsbereit da. Ich habe auch gelernt, Friedhöfe ja, auch immer eine Wasserstelle. Richtig. Ja, Friedhöfe sind wichtig. Oft da oben steht kein Trinkwasser und dann. Aber mit Filter sollte es dann wiederum nicht ja, so das Riesenproblem sein. Ja, ich weiß nicht, da hätte ich mich dann vielleicht nicht drüber getraut, aber nein, war wirklich nie ein Thema, aber eben auch deshalb, weil es wirklich, also bis Tirol, es war wirklich extrem nass alles und Quellen gut gefüllt, also nie austrocknete. Ja. Profi-Tipp, wenn du genug Wasser mit hast, sind auch Hunde kein Problem. ja, stimmt. Wenn du nämlich einmal pfts machst, die meisten Hunde sagen dann, dann halt nicht. Nein, ich glaube, Westösterreich gibt es wenige Hundebesitzer offensichtlich und weniger Hofhunde und Bauernhunde, die irgendwie frei rumlaufen. Das war ja sehr beruhigend, also kein Problem gewesen. Ich empfehle den Peter mitzunehmen. Wir haben das einmal beim Vienna Trail gehabt, da ist uns auch irgendein Hund. Ich habe da auch ein bisschen Respekt davor, ich will nicht sagen, dass ich Angst habe, aber Respekt davor. Und der Peter als Hundebesitzer ist da relativ selbstbewusst auf den zu und hat den irgendwie angewiesen, ruhig zu sein. Das war sehr angenehm. Also seitdem... ja. Weil ich war einmal in beim der Martin Ultra Trail und da bist du durch so kroatische kleine Dörfer gelaufen und da waren halt ewig, aber nur okay. Hunde. Also in jedem Dorf hast du schon 3 Kilometer Entfernung gehört, weil die Hunde, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, gekläfft haben. Das war halt super mühsam und da habe ich dann auch irgendwie Bammel gehabt, dass die vielleicht nicht angekettet sind und dann mich da in der Nacht aufessen, während ich alleine durch Kroatien laufe. Lustiges Bonbon aus dem Kremstal-Rundwanderweg. Da war eine Straße gesperrt und die müssen irgendwie durch so einen Weinberg-Dingsbums-Gedöns durchhupfen und bin dann halt nicht die Straße entlang, weil das habe ich nicht laufen können, sondern bin irgendwie über die Städten drüber und bin dann halt von hinten durch einen Hof durch und plötzlich ist mir halt Bernhardiner entgegengekommen. Also vom Tor zu mir. Ui, und der hat so dreingeschaut, als ob er sich gerade die Ärmel hochkrempelt hat und sie gedacht hat, Jungchen, da wo du bist, ist mein Zuhause und es ist eine ganz schlechte Idee gewesen, dass du da drinnen stehst. Oder? Schwierig. Was machen wir jetzt? Und habe ihm dann gesagt, du, ich gehe da jetzt eh nur raus und alles gut und habe mit dem Hund geredet und bin irgendwie dann an ihm vorbei und auf einmal ist von hinten die Dame des Hauses rausgekommen und meint, wo ich da hin will? Und ich habe gesagt, nein, eigentlich aussehe, weil ich bin von da hinten gekommen. Und sie hat gesagt, nein, weil der Hund mag leid nicht. Gut, dass er mir nichts da. Und ich habe gesagt, ja, bin ich auch relativ zufrieden, dass er mir nichts da hat. Und gut, dass man das jetzt, also dass ich mir das jetzt erst sagt und nicht vorher. Ja, super. Aber er hat wahrscheinlich gesehen, dass bei dir wenig Fleisch zum Holen ist.
der hat sich gedacht, das bringt alles nichts. Und wahrscheinlich habe ich schon gestunken auch an dem Tag. Ja. Also. Wieder auch nicht. Was mich noch sehr interessiert ist, warum hast du dir 40, 50 Kilometer vorgenommen als Tagesziel? Also war das irgendwie so, was du gesagt hast, okay, Marathon geht immer? Oder also wie bist du auf die Einteilung gekommen, dass du gesagt hast, weiß nicht, das ist mein... Also ich wollte ja, es war ja trotzdem Urlaub und 3 Wochen wohlverdienter Urlaub und ich wollte mir währenddessen immer was anschauen und ich habe mir dann immer so überlegt, okay, am nächsten Tag, wie weit möchte ich mindestens kommen, wo möchte ich nächtigen, wo gibt es überhaupt irgendwo in der Pampa was zum Nächtigen und was gibt es so zum Anschauen und so habe ich dann halt geplant irgendwie, also unter Anführungszeichen Mindestziel. Manchmal habe ich dann auch irgendwo ein Hotel gebucht und bin dann aber noch weitergelaufen und bin dann zum Beispiel mit dem Zug oder mit dem Bus wieder zurückgefahren zum Hotel und am nächsten Tag dann wieder hin, weil es mir einfach so gefreut hat, dann bin ich ja weitergelaufen. Also ich habe nicht gecheatet, keine Kilometer, aber zwischendurch habe ich dann ja auch fast keine Möglichkeit gehabt. Also zwischendurch waren die Distanzen dann auch so, dass es gerade blöd war zum Nächtigen und ich habe halt nichts gefunden und dann habe ich halt ein bisschen flexibel sein müssen. Aber ich bin zwischendurch, bin ich nur 35 Kilometer gelaufen oder so, weil es gerade passt hat, weil es geregnet hat oder weil es mich nicht gefreut hat. Und ja, ich habe mir immer was angeschaut. Also Hauptziel war ja, Österreich kennenzulernen. Und ja, habe auch so viele Sachen gesehen. Das Einzige, was ich draufgekommen bin, wandern gehen dann noch am Nachmittag für längere Zeit. Das ist auf Dauer dann doch zu anstrengend. Also das habe ich mit dann aufgehört mit der Zeit. Ja. Das hat sie dann nicht länger gespürt. Okay, also sportliches Alternativprogramm zu Fuß, wenn man jeden Tag 40, 50 Kilometer läuft, ist also nicht so zum Empfehlen, hör ich da raus. Ja, Profi-Tipp, irgendwie auf Dauer nicht so gut. Aber in Vorarlberg und Tirol hat es so schöne Sachen dann gegeben. Und dann habe ich gedacht, ja, ich kann nicht, jetzt bin ich eh schon fertig, jetzt muss ich dort noch hin und dort noch hin. Aber ja, man wird dann doch vernünftiger nach Woche 2. Nach Woche 1 eigentlich, um ehrlich zu sein. Vielleicht gibt es in Tirol und Vorarlberg ja auch irgendwann Rikschas, wo man sich einfach reinsetzen kann, so für mehr Runde durch den Ort. Ich wollte sagen, du jetzt ein Begleitfahrzeug brauchst, wo es dann ein Fahrrad drinnen ist, dann hättest du alles mit dem Fahrrad abfahren können. Ja. Das ist wirklich Cross-Training gewesen. Das heißt, es war das ist ganze Österreich, die ganze Österreich-Durchquerung, also manche machen das ja auch, sagen, ah, ich will der Schönste, der Beste, der weiß ich nicht, was auch immer dabei sein. Ja. Du hast wirklich gesagt, es ist ein, ich nenne es mal einen ausgedehnten Landschaftslauf. Genau. Wirklich genau, alles anschauen und Sightseeing machen. Mhm, genau. Das finde ich aber einen sehr, sehr schönen Ansatz. Also es ist ohne irgendwie, dass du sagst, ich wollte immer schon mal durch Österreich durchlaufen, im Sinne von Wettkampf, sondern einfach, ich wollte mir das einmal alles anschauen. Ja, und viele Leute haben mich dann auch gefragt, und wäre es schneller gegangen und was wäre noch zum Außerholen gewesen? Und ich habe mir gedacht, was ist das für eine komische Frage? Ja, wahrscheinlich. Ich meine, natürlich kannst du einen ganzen Tag durchlaufen, aber es war eher wirklich zwischendurch bin ich ja gelaufen, da bin ich mal einen Kaffee trinken gegangen und also Konditoreibesuch war immer ganz ein wichtiger Fixpunkt jeden Tag. Also ich könnte als Kaffee- und Konditoreitesterin in Österreich leben, glaube ich. Und ja, dann habe ich mal so kleine Ortschaften angeschaut und ja, also Sachen, die man sicher sonst nie machen wird. Also zum Beispiel Blue Dance, absolut empfehlenswert. Die ganze Stadt riecht nach Schokolade. Das ist Wahnsinn, weil da das Milka-Werk ist. Und dann, warum fährt man? Fährt nicht extra nach Blue Dance, um sich Blue Dance anzuschauen? Oder ja, das sind halt so diese kleinen Ortschaften, die aber für mich totalen Charme gehabt haben und ja, die laufen zu erkunden. Das war halt voll schön. Und ja. Aber jetzt hast du Österreich ein bisschen besser kennengelernt. Was sind so deine Eindrücke? Weil die Grundgeschichte von Ricky Gates, warum er das gemacht hat, kenne ich ja auch. Und der hat ja dann mehr Gasse noch so das Ding, dass er da so quasi unterschiedliche, soll ich sagen, Kulturen oder der Schlagmensch ist dann sehr anders, je wenn du da einen Bundesstaat querst. Wie war das dann so in Österreich, wenn du da so West-Ost und wie hast du das da so wahrgenommen? Ja, also das ist so konkret einen mega kulturellen Unterschied erkannt hätte, das könnte ich jetzt nicht sagen, aber ich muss schon sagen, dass ich durch den Trip irgendwie so ein bisschen wieder mehr, wie soll ich was sagen, also Zuversicht Menschen gegenüber entwickelt habe, klingt vielleicht komisch, nein, aber es war spannend, wie viele Leute dann eigentlich,
Ich weiß nicht, ob Sie das kennt, wenn man im Zug sitzt oder keiner in der U-Bahn und so irgendwas, alles ist auf Distanz und ja, nicht irgendwie mit jemandem reden oder Augenkontakt und so. Und gefühlt war das total spannend, wenn die Leute dann gefragt haben, was ich da mache, oder oft waren das sehr komische Umstände, wo man ins Gespräch gekommen ist dann mit jemandem. Und wenn man erzählt hat, was man macht, mir war das immer so zu Beginn ein bisschen peinlich. Aber was ich dann erlebt habe, wenn man dann seine eigene Geschichte geteilt hat, dass fast jeder automatisch extrem viel von sich selbst dann auch preisgegeben hat. Da im Sinne von, ich wollte schon immer mal oder boah, das ist voll cool, ich möchte auch. Und wie man durch sowas vermeintlich Einfaches wie einen Urlaub in der Form zu machen, andere Leute irgendwie dann doch ein bisschen wieder zum Träumen angeregt hat und wie offen dann die Leute irgendwie dann auf einmal gewesen sind und wie hilfsbereit da. Also die Leute waren wirklich extremst hilfsbereit. Das ist, ja. Na, vielleicht liegt's daran, bei welcher Tätigkeit du sie kennengelernt hast. Weil wenn du in der S-Bahn durch Wien fährst, um 7:30 in der Früh, da sind einfach N Menschen und N-2 Menschen, die du siehst, geht's gerade am Nerv, dass sie jetzt gerade aufstehen müssen, in einer überfüllten, was auch immer, durch die Stadt dingeln, dafür, dass sie wohin fahren, wo sie wahrscheinlich auch keinen Bock drauf haben, weil sie würden jetzt nämlich viel lieber daheim sitzen beim Frühstück und einen Kaffee trinken. Und das, also du gibst ja keinen anderen damit irgendwie eine Perspektive, dass er was Schöneres erlebt, nur weil er die jetzt in der S-Bahn sieht. Also bei mir ist es zumindest so, also wenn Menschen die sehen, haben es meistens keine schöne Perspektive. Und wenn du jetzt was laufen gehst, dann denken sie sich, boah, das ist was Cooles, der entdeckt Österreich. Da, also, das ist Perspektivenwechsel vielleicht. Ja, also ja. Da verbinden sie mit dem, was du tust, irgendwas, was eine coole Freizeitaktivität, ein cooles, ja, ich würde immer schon mal Österreich entdecken, ich würde immer schon mal auch mehr wandern, also eher mehr, wie soll ich sagen, eine Sehnsucht, als wie gesagt, in der U-Bahn. Ich glaube, da hast du keine Sehnsucht nach irgendwas. Ja, aber es zeigt ja auch, dass heutzutage durch das Internet so gut es ist und so gut es uns ja auch hier jetzt in dieser Runde zusammenbringt. Aber das halt dann schon auch, wenn du halt dann mit den Leuten redest, dass das halt alles nicht so dramatisch ist, wie es sich dann auch oftmals in Medien oder in sozialen Kanälen widerspiegelt. Die Leute sind Leute und natürlich haben sie ihre Schwächen und ihre Vor- und Nachteile, aber wenn du mit den Leuten redest, das sind meistens dann eh alles liebe Menschen, die dann, wie du sagst, helfen wollen und einfach. Ich finde das ganz, ganz spannend, dass man beim Laufen selber die sehr, sehr interessante Gespräche hat, die man sonst im Alltag einfach, wofür man sich im Alltag gar keine Zeit nehmen würde. Also wenn du jetzt da, weiß nicht, beim 24-Stunden-Lauf 16 Stunden mit einem anderen laufst, dann erfährst du über den halt extrem viel. Ja, das stimmt definitiv. Vor allem bei solchen Sachen, weil dann teilt man ja dann doch ein gemeinsames Erlebnis an und so, ja. Ja. Und wenn es mit Peter laufst, er halt einfach nicht den Mund, wenn er sich bewegt. Sobald seine Beine. Ich würde sagen, das sind die anstrengenden Leute im Laufen. Das ist richtig. Wenn nicht den Mund zu machen. Das ist absolut richtig. Ich sage es ihm immer wieder, aber er hält trotzdem nicht den Schlapfen. Hei, okay. Du musst nur schnell genug laufen. Ja, deswegen trainiere ich jetzt ein bisschen die Schnelligkeit. Auf was trainiert ihr momentan hin? Der Peter hat mir letztens meine 5-Kilometer-Bestzeit weggenommen und die will ich wieder zurückhaben. Okay. Ja. Da geht es nur um den Podcast-internen Wettkampf, wer die schnelleren Zeiten hat. Richtig. Und er hält alle außer Anna. Richtig. Und diese Schmach kann ich nicht auf mir sitzen lassen und deswegen muss ich das irgendwie wieder zurechtrücken. Okay. Ja. Und habt ihr ansonsten auch so irgendein Rennziel oder irgendwas, wo ihr schon wisst, nächste Saison? Ja, also ich habe... Wir dürfen das nicht verraten, ist das eine Überraschung für die Hörer? Nein, das ist eigentlich schon relativ offen. Das eine ist den Mozart 100, einfach nur weil letztes Jahr angemeldet und verschoben. Also der soll auch sehr schön sein, weil der Flo ist die halbe Distanz schon gelaufen, oder dreiviertel. Ich bin die ganze Strecke im Endeffekt schon gelaufen und nicht in einem Rennen. Aber genau.
Und das soll sehr schön sein, den möchte ich mir gerne anschauen, weil ich mir vorgenommen habe, dass ich relativ viel in Österreich laufen will einmal, weil da gibt es einfach so viele schöne Rennen. Und ich bin orientierungsmäßig so schlecht, dass ich echt zufrieden bin, wenn irgendwer die Strecke markiert und man sagt, lauf dorthin. Mhm. Dann Innsbruck sind wir schon mal gemeinsam gelaufen, den Innsbruck Alpine Trail Festival, der auch sehr zu empfehlen ist. Also einmal rund um Innsbruck, du siehst jede Seite, also Batscherkofel und Nordketten und so weiter. Das ist auch sehr nett. Der ist im Mai. Mai, glaube ich. Und den Lindkogel. Der ist auch sehr schön. Das sind 55, glaube ich, nur. Ja. Die anderen zwei sind länger, aber der Lindkogel sind 55. Das ist so der Aufbau im März. Aber darüber hinaus bin ich mal echt unsicher, weil ich habe dieses Jahr dann auch aufgrund der Pandemie so Lindkogel zum Beispiel dann alleine gelaufen, einfach nur die Strecke nachgelaufen, die es halt das Rennen vorschreibt. Und es ist halt, ich weiß nicht, so wie du das sagst, man ist halt irgendwie relativ ungezwungen, wenn man die Dinge einfach selbst in die Hand nimmt, sich eine Strecke raussucht oder halt eine Strecke nachläuft, die ein Rennen vorgibt, weil die ist ja im restlichen Jahr nicht irgendwie abgesperrt. Und wir sind auch da eben vom Mozart einen Streckenteil selbst nachgelaufen. Es sind einfach geile Wochenende, wo du ein paar Freunde schnappst, irgendwie die Route zusammenklickst oder immer kopierst und dann einfach Spaß hast. Und ob nicht das irgendwie die, ich glaube, ganz ohne Wettkampf geht es zumindest bei mir auch nicht, aber ob das nicht eine Richtung ist, die ja jetzt in den letzten zwei Jahren immer populärer geworden ist aufgrund von Corona, aber die es halt einfach wert ist, noch mehr zu intensivieren. Na, da haben wir ja schon ganz viel uns auch ausgedacht und geschaut, was wir machen könnten. Einfach so in einer Freundesrunde, wo alle ein ähnliches Tempo haben. Weil wir einfach, wie viele Leute sind wir? Vier, fünf, die einfach auch Innsbruck gemeinsam gelaufen sind, wo andere schon gesagt haben, sie finden es total cool, dass wir 100 Kilometer Wettkampf quasi gemeinsam laufen können, dass wir so ein ähnliches Tempo haben. Und das ist auch wirklich sehr nett. Kennst du die Katra Corbett? Nein. Die hat mich auch so ein ähnliches Rennen. Ja, nein, es ist kein Rennen. Gemeinsam mit anderen einen Lauf quasi quer durch Amerika gemacht. Die hat das gemacht, um um Aufmerksamkeit auf ihre alten Dämonen zu lenken, weil die war irgendwie schwer drogenabhängig, wie das sehr viele Ultraläufer offenbar sind, bevor sie zum Laufen anfangen, irgendwie hat jeder so. Das auf die Frage wären es halt, na, ja, Entschuldigung. Nein, überhaupt nicht. Peter, du stellst mir gestern schon eine Drogensucht, also ich würde überhaupt nicht. Was noch nicht ist, kann ja noch werden. Genau, vielleicht irgendwann einmal, aber ja. Wenn das mit dem Laufen dann nichts mehr ist. Genau, dann kann man dann immer noch die 18 Ibuprofen zum Frühstück einpfeifen oder so. Tut das nicht, liebe Kinder zu Hause. Kein Ivermectin, genau, alle Kinder, kein Ibuprofen, die jetzt zuhören. Macht's das nicht. Nur, die hat relativ viele Läufe gehabt dann, die irgendeinen Sinn gehabt haben, weiß ich nicht, Botschafter für irgendwas oder Lauf gegen weiß der Geier. Hast du bei diesem Lauf, war das wirklich ein, ich mache es nur für mich selber oder hast du auch gesagt, ich mache das für, weiß ich nicht, schaut euch Österreich an. Na, was dann ja witzig war, also wie gesagt, mir war das ja alles zwischendurch ein bisschen peinlich, dass ich habe das zu Beginn auch so gut wie niemanden erzählt, weil mir gedacht habe, irgendwie, ich mag da nicht so no pressure on me gefühlt haben, weil ich das bei sehr vielen Leuten erzähle und dann irgendwann aber sagt man dann doch, ja, was machst du im Urlaub? Und dann habe ich so meinem nächsten Bekanntenkreis, im Freundeskreis halt dann doch irgendwann gesagt, beziehungsweise den Personen, die mir ja geholfen haben auch dann zwischendurch. Und dann haben alle gesagt, ja, du musst unbedingt Fundraising machen, musst irgendwie Spenden sammeln. Und es waren wirklich ganz, ganz viele Leute, die mir unbedingt ihr Geld andrehen wollten für das. Und dann habe ich mir gedacht, ja, also wenn das schon so ist, dann sammle ich halt wirklich und entsprechend, ich habe einmal dann kurz für Wings for Life mehr oder weniger Werbung gemacht. Und es ist dann, glaube ich, gar nicht so wenig Geld zusammengekommen. Aber das war mal mehr so eine Jux-Aktion und irgendwie waren die Leute, ich meine, ich habe es mir ganz komisch gefunden, warum wollen die spenden, weil ich irgendwie durch Österreich laufe. Aber ja, also ich glaube, ein bisschen Geld ist dann wirklich auch zusammengekommen und das hat mich dann auch gefreut. Also
Ja, zuerst würde ich für die österreichische Sporthilfe sammeln. Das war irgendwie dann so kompliziert, dass ich das mit dann kurzfristig für was anderes entschieden habe. Ja. Okay. Aber ohne Weltverbesserungsideen oder ja, keine Dämonen oder ich möchte die Welt besser machen. Also, aber der Rainer Predl ist ja jetzt da gelaufen, Laufbandel 30 Tage. Und der hat auch irgendwie für, ich glaube, Kinderhospiz oder so am Menschen was gespendet. Aber warum war das bei der ist es schwierig irgendwie bei manchen Sachen? Ja, irgendwie, dass man jemanden findet, der das dann irgendwie koordiniert und irgendwie zusammenführt und so. Mhm. Und ja, also das ist mir dann. Okay, also die Logistik rundherum genau, quasi. Genau, ja. Okay. Ich habe dann auch ein T-Shirt bekommen, das hat mir auch gefallen, das war nett, aber sonst ja. Ich verstehe das ja bis heute noch nicht, dass das die Leute dann doch irgendwie fasziniert, dass man sowas macht. Also ich meine, es ist ja jetzt nichts super Besonderes und ich bin da jetzt kein Schreckenrekord gelaufen oder so. Irgendwie gefühlt, ja, inspiriert es dann die Leute irgendwie trotzdem. Irgendwie ganz komisch, aber ich, ja. Ich würde halt widersprechen, weil ich glaube halt schon, dass es was Besonderes, auch wenn du es für dich vielleicht nicht empfindest und wenn es jetzt für dich nicht so vorkommt, als wäre es übermenschlich. Aber ich glaube, allein das Tun und allein sich zu trauen, da Richtung Westen zu fahren und einfach mal loszulaufen. Allein den Mut, das zu tun, ist, glaube ich, schon für viele unvorstellbar. Weil du sagst, wenn sie dann mit dir reden, sagen sie auch, ja, das würde ich auch gerne mal machen oder weiß ich nicht, das und das sind meine Träume, aber das sind alles dann nur, da redest du nur, aber das ist dann, das in Tat umzusetzen und wirklich den ersten Schritt zu machen. Ich glaube, das ist die große herausragende Leistung. Nicht, dass das andere, also verstehe mich nicht falsch, nicht, dass das andere nicht auch körperlich anstrengend ist, aber ich glaube, das inspiriert dann viele, dass man es einfach tut. Ja, und dass man sich ja 3 Wochen Zeit nimmt. Ja. Also, dass man einfach sagt, wisst ihr was, ich gehe jetzt da 3 Wochen laufen. Fertig. Mhm. Ja. Weil man schnell dabei Ausreden zu finden, warum es nicht geht. Mond steht im Saturn, der Zegelnachen ist mal eingerissen, das ist man relativ schnell dabei, Gründe zu finden, warum es nicht geht. So war schwierig. Ich glaube, für die meisten ist das wirklich so ein bisschen die Angst vorm Scheitern, dass man sich dann nicht traut. Und ich habe mir immer gedacht, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Keine Ahnung. In Innsbruck habe ich 25 Blasen, es regnet nur, ich habe mir 2 Finger abgefroren und ja, ich muss halt wieder umdrehen, aber dann habe ich es zumindest probiert und ja, also ich habe mir natürlich auch den Gedanken drum gemacht zu Beginn, was ist, wenn ich es nicht schaffe, und dann habe ich mit mir selber beschlossen, ja, dann war es ein Versuch wert, dann habe ich vielleicht zumindest ein paar Tage was Schönes gesehen. Und mit der Einstellung ist vielleicht deshalb auch leichter gegangen. Also, und ich habe mir nie total fertig gefahren. Also ich bin nie so voll am Limit gelaufen. Das kann ich auch, wenn ich will, aber das habe ich nie, sondern es war immer ja gemütliches Grundlagen-Regenerationstempo und mit ein paar Ausreißer, weil es gerade super lustig war, weil es war ja total easy Tempo. Aber ich glaube, deswegen ist es halt wichtig, sein Warum zu finden. Warum tue ich das? Mit welcher Motivation gehe ich ja nicht ran? Das haben dann halt auch nicht viele, oder ich weiß nicht, aber das finde ich halt gerade so wichtig, oder das habe ich in letzter Zeit festgestellt, dass das für mich immens wichtig ist, zu wissen, warum man das tut. Und dementsprechend kann ich dann auch das ganz anders herangehen. Weil wenn dein Dings wäre, du musst in x Tagen dort sein und musst dann das und das machen, dann ist halt das Potenzial zu scheitern, sag ich mal, relativ groß. Aber wenn du einfach rangehst, Spaß zu haben und einfach zu genießen, der Rest ist einmal wurscht und da kannst du quasi nur gewinnen. Ja, nein, wenn du sagst, ich will jetzt unbedingt Streckenrekord laufen, weil warum auch nicht, dann gehst du es ja definitiv anders an, weil dann weißt du, die Chance, dass ich scheitere, ist viel höher, weil ich muss halt weiß ich nicht, das und das Tempo hinlegen und ich darf nicht schlafen und das ist alles blöd. Und dann ist wahrscheinlich der Spaßfaktor vielleicht theoretisch vorhanden, aber wenn wir uns ehrlich sagen, na, das macht dann keinen Spaß mehr. Nur wie, wenn du sagst Grundlagentempo, wie viel bist du eigentlich dann gelaufen pro Tag? Also prozentuell gesehen jetzt, wenn du sagst 50 Kilometer, bist du dann wirklich 50 Kilometer gelaufen oder? Wie viel Prozent bist du dann gelaufen und gegangen? Nein, ich bin alles gelaufen, also bis auf super steile Anstiege mal im Vorarlberg. Und einmal habe ich einen Tag gehabt, da ist mir wirklich nicht so gut gegangen. Da bin ich dann auch, ich glaube, 18 Kilometer gegangen. Aber ansonsten bin ich alles gelaufen, ja.
Okay, und wie, also, was für Tempo laufst du dann? Was jetzt ein Marathon 5 Stunden oder was, weiß ich nicht? Also, was hast du da kalkuliert, weil du gesagt hast, du warst immer vom frühen Nachmittag fertig? Ja, ist ein bisschen auf die Höhenmeter angekommen, aber ich bin Schneckentempo gelaufen. Also, keine Ahnung, ein 7er Pace, ein 8er Pace, je nachdem, also wirklich Trabgeschwindigkeit zwischendurch. Mhm. Dann halt schon einmal wieder, ich glaube, wenn ich einmal auf 5,30 gekommen bin, dann ja, war das super High-Tempo, also ganz gemütlich. Und ich meine schon natürlich so je nach Verfassung und dann wieder mal, keine Ahnung, 10 Kilometer ein bisschen schneller. Ja, extrem nach Gespür halt da. Also ich glaube, ich habe über die vielen Jahre vom Laufen ein extrem gutes Körpergefühl entwickelt, wie ich drauf bin, wie ich regeneriert habe vom einen Tag auf den anderen und entsprechend, ja. Du hast ja das ist ja quasi ein sehr vieletappiger Etappenlauf gewesen. Ja. Und beim Etappenlauf, also zumindest was ich so vom Flo höre, ist der zweite Tag immer der blödeste. Welcher Tag war da bei dir der doofste, wo du gesagt hast, boah, eigentlich habe ich jetzt tut alles weh und ich habe keinen Bock? Oder ist der Tag einfach nie gekommen? Nein, ich muss ehrlich sagen, der Tag ist interessanterweise nie gekommen. Also ich habe mich immer gefürchtet, dass ich irgendwann, keine Ahnung, vielleicht doch einmal weh kriege oder so. Ich muss jetzt auf Holz klopfen, ich bin immer sehr verschont geblieben bis jetzt. Und ich habe mir immer gedacht, nein, irgendwann einmal wird wirklich ein Tag kommen, wenn ich aus dem Bett komme oder wo ich wirklich Schmerzen habe, keine Ahnung, was auch immer. Und ja, offenbar habe ich so gut eingeschätzt, dass das eigentlich nie passiert ist. Also ich muss dazu sagen, ich habe immer Angst gehabt wegen Nutrition, dass ich sage, okay, irgendwann kriege ich vielleicht irgendwelche Probleme und kann nicht genug essen. Ich bin eine relativ schlechte Esserin, muss ich dazu sagen. Aber da ist die Energie nie ausgegangen. Also ich habe wirklich immer ganz bewusst geschaut, Kalorienzufuhr. Und ja, das war, glaube ich, das Schwierigste zwischendurch. Aber es ist nicht gekommen, der Tag. Und spannend war für mich natürlich auch die Superkompensation, sage ich mal, innerhalb von der Phase. Weil ich muss schon sagen, so am Tag 3, 4 hat man so diese Muskelverhärtung gehabt und wirklich schon schwere Füße und so. Und dann so am 4. Tag oder so war das weg. Also es war, das ist ganz komisch. Also du hast dann dort die Füße total locker gewesen, aufgestanden, regeneriert. Also es war, also diese Kompensation innerhalb von dieser Zeitperiode war total spannend. Wir prägen nämlich die Super. Ihr lacht. Ja, weil das, wir definieren. Aber es war wirklich so. Ja, ja. Nein, das glaube ich dir aufs Wort. Also das ist, es geht nur darum, dass der Peter die Superkompensation neu erfunden hat. Er trinkt nämlich 2 Tage vor einem Lauf viel Bier, hat dann einen Kater und läuft dann einen Tag drauf Bestzeit. Und deswegen hat er gelacht, wie er Superkompensation gehört hat, weil er hat sich wahrscheinlich gedacht, du hast dich wahnsinnig angesoffen. Und das hat dich dann nach vorne gebracht. War wahrscheinlich nicht so, du hast es anders gemeint, wir wissen es aber nicht. Ja, wobei, also gemütliches Beisammensein am Abend auch förderlich ist für die Moral und somit dann nicht hinderlich, sage ich mal, für den nächsten Tag. Also das, ja. Wusste ich's doch. Aber das ist ja, Alkohol hat auch viele Kalorien, das heißt, das ist auch förderlich. Wobei, man darf es natürlich nicht übertreiben, ne? Also dann kommt der Mann mit dem Hammer. Hört Kindern nicht zu viel Alkohol trinken. Aber auch nicht drauf vergessen, weil sonst habt ihr zu wenig Kalorien zu euch. Kalorien, ja. Heißt das, bitte, heißt das, du hast in den Flask drinnen einfach auch einmal ein Bier gehabt? Nein, das nicht, aber zwischendurch einmal, keine Ahnung, ein bisschen Elektrolyte sind auch nicht so schlecht, aber sehr, sehr im reduzierten Ausmaß und dann eher im Zielbereich. Ich frage mich, Peter, warum du noch nie mit Bier in der Softflask gelaufen bist? Das wäre dann super Kompensation 2.0. Das kann ich dir sagen. Du kennst meine Cola-Wassermischung während dem Lauf, oder? Ja, du mischst und Cola mit Wasser. Ja, und wie oft, dass ich die blöde Kohlensäure dann rauslassen muss über dieses Ventil, bis es irgendwie trinkbar ist. Und Bier ist da, glaube ich, echt nicht besser. Weil, also Bierschaum pickig im Gesicht haben, ist so halb gut. Du hast halt ausgerauchtes Bier, ist ja wurscht. Ich bin doch kein Engländer. Und dann ist es so schön lauwarm im Hochsommer. Ja, eine lauwarme Servicia.
Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber zwei Freunde von mir und ich haben einmal das Getränk gegründet, das hieß ein Glas Schande. Das war ein abgestandenes, alkoholfreies Bier mit lauwarmem Leitungswasser aufgespritzt. Schmeckt so, wie es klingt. Klingt sehr verlockend. Ja, wahnsinnig verlockend. Ein Glas Schande trinken müssen. Wie hast du eigentlich gegessen während dem Lauf? Oder hast du während dem Laufen gegessen oder hast du immer nur im Zielbereich gegessen? Ja, ich habe schon währenddessen gegessen. Also, und feste Nahrung? Oder? Weil ja, ich stelle mir jetzt einfach 20 Tag Gels, vor. Also ich habe kein einziges Gel gegessen, die ganzen, also ich habe dann nicht 3 Wochen gebraucht, aber ja, trotzdem kein einziges Gel und also immer nur ganz, also hauptsächlich Obst und ja, Kipferl und Süßigkeiten und keine Gels, kein Isogetränk, also sehr natürlich, sagen wir mal so. Ich bin sowieso nicht so ein Gel-Fan und Isogetränke-Fan. Ja. Okay. Jetzt schaut's ganz verwirrt. Fragezeichen. Ja. Ja, der Flo ist da eher der nicht so ISO- und Gel-affine, glaube ich, von uns zwar, weil ich glaube, gerade bei Wettkämpfen und so lebe ich auf Zucker. Ja, nein, ich habe so eigentlich. Mein Problem ist halt nur, dass, also ich würde gerne was anderes nehmen, aber es ist halt das Kompakteste. Und wenn ich jetzt da bei uns 30, 40 Kilometer irgendwo im Wald bin, habe ich halt nicht so die Möglichkeit, mir da irgendwas dazwischen zu besorgen. Und ich habe jetzt halt Datteln ausprobiert, aber die dicken dann wieder so. Und Gels sind einfach das Praktikable. Also sind aus gutem Grund irgendwie erfunden worden, weil sie halt in relativ kleiner Form relativ viele Kalorien haben. Deswegen, ich vertrage es auch ganz gut, deswegen sieht man mir vielleicht auch an, dass ich sie ganz gut vertrage. Deswegen habe ich noch keine wirklich passende Alternative gefunden. Ja, ich muss sagen, habe so ein bisschen, wie soll ich sagen, also wenn ich 30, 40 Kilometer laufen gehe, also so an einem normalen Tag habe ich auch noch Wasser mit. Also ich bin noch ziemlich, wie soll ich sagen, ja, bin vielleicht ein bisschen dromedarartig. Ich kann dafür, wenn ich danach was esse oder zu mir nehme, reicht es mir auch. Also ich komme wirklich mit keinem Zucker aus und ja, beim Laufen habe ich ja Obst mit gehabt, ganz viele Heidelbeeren, kann ich mich gerade erinnern, komischerweise. Ja, das war so mein etwas, was ich immer mitgehabt habe, komischerweise. Ja, und dann, wie gesagt, Bäckereien, Konditoreien, unbedingt anlaufen, ganz, ganz wichtig. Kaffee, ohne Kaffee geht gar nicht. Ja. Wer hat gewonnen? Welches Kaffee oder Konditorei? Bundeslandmäßig. Haben die Salzburger wirklich die besten Konditoreien? Ja, Salzburg war ich nicht lang genug, aber schwer zu sagen. Ach, kann ich wirklich nicht entscheiden, das ist jetzt wirklich, da müsste ich noch Analyse genauere machen im Nachgang. Ich glaube, du solltest das nochmal laufen. Genau, vielleicht in die andere Richtung, um dann nochmal in die andere Richtung und ein Notizbuch mitnehmen mit so einer kleinen Bewertungsskala für die Konditoreien. Ja, wobei Kurkonditorei Oberla war dann wirklich ein schöner Brunnen, also da habe ich es fast ein bisschen übertrieben, das war vielleicht eine lustige Anekdote oder nicht. Also da habe ich dann insgesamt 4 Stück unterschiedliche Torte und Kuchen gegessen und dann bin ich geflogen in Richtung Zentralfriedhof, aber circa 5 Kilometer davor habe ich wirklich einen mega Einbruch dann gehabt, weil ich so auf Zucker war, dass ich dann entschieden habe, vor dem Zentralfriedhof Pause zu machen. Das ist nicht empfehlenswert. Also, liebe Kinder, falls ihr auch jetzt noch zuhört, bitte nicht 4-5 Stück Torte essen und dann weiterlaufen. Es funktioniert eine Zeit lang, aber dann bricht man irgendwann ziemlich dramatisch ein. Oder die, also regelmäßig Torten nachfüllen. Genau, oder das, ja. Meinst du schon Brunn und Simmering oder Zentralfriedhof, da hast du sicher ein paar Bilder, da kannst du kurz rein, Torte und dann geht's wieder weiter. Genau. Marihöverstraßen gibt es auch Oberla. Und also und es gibt sicher in der Nähe vom Zentralfriedhof eine Konditorei. Wahrscheinlich. Also, es gibt, glaube ich, in jedem Friedhof eine Konditorei. Ich meine, was willst du noch ein Pudel machen? Musst ja was Stimmt, es hat sogar kurz vorher noch eine gegeben, da habe ich mir wirklich noch überlegt, ob ich eine schaue, aber das habe ich dann doch nicht gemacht. Also. Blumenladen und Konditorei. Genau. Standardausstattung von jedem Friedhof.
Ja. Aber dem Peter schwebt eh schon seit längerem ein Weitwanderweg irgendwie im Kopf herum. Mit der Erfahrung, die du jetzt hast, wie würdest du, wenn wir das jetzt, sagen wir würden das angehen wollen, was würdest du uns empfehlen, was du jetzt im Österreichlauf erlebt hast, was wirklich zu empfehlen ist? Also wie man es angehen sollte, meine ich. Ja, ich meine, die Weitwanderwege sind natürlich immer, also mir hat zum Beispiel der Jakobsweg, oder war das ein Jakobsweg oder viele Jakobswege, also diese Muschel hat mich, glaube ich, schon ganz Österreich begleitet. Egal wo ich war, der Jakobsweg war überall. Und es war zwischendurch schon, also vom Navigieren her auch beruhigend, immer wenn man gewusst hat, okay, man bleibt auf dem Wanderweg und dem läuft man jetzt nach. Also, und es war dann zwischendurch halt Radwege, war dann einmal praktisch, weil ich gewusst habe, okay, da bin ich richtig, und also sich an dem zu orientieren macht natürlich Sinn, und habe ich ja nicht anders gemacht. Also da weiß man, okay, da ist man gut unterwegs, und ja, das macht sicherlich Sinn, ja. Ja, was würdest du empfehlen für tägliche Distanz, wo du sagst, das geht? Das kommt auf den Trainingszustand an. Ja, wie meinst du das jetzt? Ja. Naja, wenn du sagst, man kann jetzt da am Stück, weiß nicht, 100 Kilometer oder 100 Meilen laufen, das geht. Wahrscheinlich, je nach Trainingszustand halt. Aber wahrscheinlich am nächsten Tag hast du dann nicht das Gleiche vor und am übernächsten erst recht nicht. Also, wo würdest du sagen, was ist so eine tägliche Einheit an Laufdistanz, die du auch 2, 3, 4, 7, 10 Tage machen kannst? Ja, also ich würde wirklich sagen, es kommt drauf an, aber die für mich war so die circa die Marathon-Distanz. Ich meine, ein bisschen mehr oder weniger, je nachdem von Höhenmeter und Profil und dann natürlich Temperaturen. Ich meine, ich habe ein paar Tage drin gehabt, die waren wirklich über 35 Grad, das war wirklich ziemlich zäh. Das war kommt man jetzt gerade mit dran, der eine Tag, wo ich dann auf 35 Kilometer gesagt habe, so, und jetzt ist Schluss. Also es kommt halt auf ein paar Faktoren einfach an, die man vielleicht mit einplanen muss. Und deshalb ist es wahrscheinlich auch besser, man variiert von Tag zu Tag und sagt, okay, was traue ich mir zu? Wie sind die Temperaturen? Wie ist das Gelände? Wie viele Höhenmeter sind mit dabei? Ja, also für mich waren es so über 40 Kilometer auf alle Fälle, was sich gut eingependelt hat, ja. Aber ich höre auch raus, dass diese Spontanität da durchaus auch wichtig ist, weil je nachdem, wie es da geht und je nachdem, wie heiß es ist oder wie nicht heiß es ist, dass man da einfach da die Flexibilität hat, auch mal früher zu sagen, jetzt höre ich auf. Genau, oder wenn ein wunderschöner See in der Nähe ist, dass man sagt, bah, da bleibe ich jetzt eigentlich, und warum soll ich jetzt nur genau die 5 Kilometer weitermachen und dort gibt es nichts jetzt, ja. Aber das bestätigt mich sehr, weil wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet, also vor allem irgendwann einmal auf meiner Wand klebt der Alpen-Adria-Trail, also vom Glockner in Dresden endet er. Moment. Ja, er endet in Dresden. Kommt mir zu schauen. Nicht sehr viel am Geiltal-Radweger, ja. Ja, genau. Da haben wir drüber geredet und gesagt, ja, na, du musst vorher halt planen, wo du einkehrst, und irgendwie haben wir gedacht, wenn man jetzt dadurch, keine Ahnung, durch eine Wüste rennt, okay, dann musst du vielleicht planen, wo du übernachtest, aber gerade in Österreich, so wie du jetzt erzählst, du bist ja alle bald einmal in irgendeinem Dorf, wo du tendenziell irgendwo übernachten kannst. Also, wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, musst du jetzt nicht wahnsinnig viel vorplanen, weil irgendwas findet sie immer. Genau, irgendwas findet sie immer. Ich meine, wenn man keine mega Ansprüche hat, wenn man halt irgendwo in Dorf Hintertupfing irgendwie in einer Pension übernächtigen kann, auch ohne Probleme, ist wirklich überhaupt kein Thema. Und ja, ich meine, vielleicht muss man dann, sonst sollte man vielleicht 10 Kilometer weiterlaufen, aber es war wirklich nie ein Problem, ganz ehrlich nicht. Und das trotz Corona. Und ich habe natürlich auch ein günstiges Zeitfenster erwischt gehabt, gerade ohne Lockdown und wo die Zahlen gerade total runtergegangen sind. Und ja. Naja, also ich kann mir vorstellen, es ist am Berg
Also wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwelche, irgendwelche Alpenquerungen machst, ist es schwieriger, dass du schauen musst, wo sind die Schutzhütten. Mhm. Aber gerade wenn du unten bist, quasi im Tal, müsste das ja wirklich easy gehen. Genau, und bei den Weitwanderwegen hat man halt den Vorteil, dass dann wirklich eben die Schutzhütten auch gut immer beschildert sind und man weiß, okay, wo die sind. Da ist halt meistens 2 Tagesetappen, das man machen kann. Also ja, muss halt ein bisschen flexibel sein und es ist eben ganz auf, wie soll ich sagen, ich lebe mal hinein in den Tag und schaue, wo ich ankomme, geht's halt nicht. Also einen Tag im Vorhinein planen und uns hier grobes Ziel setzen und dann flexibel aber sein, das hat sich eigentlich gut bewährt, muss ich sagen. Also ja. Ich sehe schon, jetzt führt kein Weg dran vorbei, dass wir den irgendwann mal laufen müssen, Peter. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Und ich würde mich gern, eben so wie ich das jetzt gerade auch gehört habe, es widerstrebt mir ein bisschen, dass man sagt, ja, na, ich brauche jetzt noch 4 Leute, die mir vorausfahren oder Sachen hinter nachtragen oder sonst irgendwas, sondern das ist nur Aufwand für viele Menschen dafür, dass du sagst, na ja, ich laufe halt so weit, ich halt gerade lustig bin. Ja. Irgendwie. Und was braucht man viel im Sommer? Also, ich meine, okay, ein Regengewand habe ich immer mitgehabt, ich meine, klarerweise, und eben ausreichend zum Trinken, ein bisschen was zum Essen und alles andere, lasst sie waschen und es ist, ja, es ist eigentlich wirklich leichter, als man glaubt. Also, ja, das Laufgewand ist ja irgendwie, wenn man es um 2 am Nachmittag wascht, ist es um 4:30 wieder trocken. Genau, genau. Also, wenn man im Regen schon mal gelaufen ist, es ist auch 2 Stunden nachher, wenn man es anhat, wieder trocken. Ja, genau. Nein. Also, absolut, ich kann so sagen, empfehlenswert. Traut euch, macht es einfach. Es kann nichts passieren und es ist, ja, es ist jetzt nichts Weltbewegendes, muss man dazu sagen. Und es ist einfach nur cool, ja. Jetzt haben wir Florian verloren. Ja, aber also ich persönlich, es klingt jetzt bei uns, Anführungszeichen jetzt da, komisch, wenn du sagst, es ist nicht weltbewegend und wir dir jetzt nicht ganz, ganz entschieden widersprechen, weil jeder von uns kann sich quasi die Distanz vorstellen. Wir können uns auch vorstellen, ja, es kann man laufen, irgendwie. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sagen würden, boah, also das ist Wahnsinn, also das ist never, ever, ever, schaffe ich das, wo man sicher sagen kann, klar schaffst du, du musst es halt einfach nur machen, aber nicht gleich morgen, sondern halt in 7 Jahren. Machst du es halt dann. Genau. Halt ein bisschen Kondition aufbauen wäre nicht schlecht, aber ja. Ja, weil man, wenn zu mir einer sagt, weiß nicht, klettert dort auf, ich wäre so, na, sicher nicht, mache ich gar nicht. Weil ich es einfach nicht mache, also weil ich es nicht trainiere. Aber ich finde halt einfach den Ansatz, den du bei den Läufen hast, offenbar, also jetzt nicht nur bei diesem, sondern so grundsätzlich mit, ich laufe mal so, wie es mir passt, für mich selber, ohne Zwang, ohne Druck, ohne irgendwas, offensichtlich einfach zum Ausgleich zu allem anderen und ich möchte die Umgebung sehen. Das finde ich einfach, ich finde den Ansatz einfach sehr schön. Ich kann ihn nicht nachvollziehen, aber ich finde ihn sehr schön. Ja. Es ist so ein bisschen das Gegenteil von Peter. Ja. Ja. Aber ich finde, man muss ja, ich finde alles irgendwie spannend, macht ja das Laufen auch irgendwie spannend, dass es einfach wahnsinnig viele Ansätze gibt. Es gibt die 5 Kilometer Straßenläufe, es gibt die Ultraläufe, es gibt die Marathonläufe, es gibt die Bergläufe, es gibt die Spaßläufe, sage ich jetzt einmal. Und alles ist irgendwie, geht es eigentlich nur darum, sich zu bewegen und sich irgendwie an seine eigene Grenze zu bringen. Und das finde ich irgendwie das Coole an dem Sport. Na, mir scheint, du hast so wie die Bergziege, also ein guter Freund von uns, so einen Ansatz, eher so den alpinistischen Ansatz. So quasi, du willst Berge und Natur erleben und die Schönheit da draußen. Genau. Ich rede da gerade wie der Blinde von der Farbe. Ja, ich meine, schon mit einer läuferischen Vergangenheit dahinter, muss man dazu sagen, aber wie du sagst, also viel in den Bergen sowieso unterwegs, ja, mit Skitouren und Berggehen grundsätzlich und ja, das ist eine Schöne für mich. Ja, aber natürlich, wenn man mal so richtig einen schönen Trail hat vor sich oder einen richtig coolen Bergweg, wo man mal sagt, ja, okay, und jetzt gebe ich mal Gas und ziehe irgendwie davor drauf und ja, das ist halt ein super schönes Gefühl, ja. Und mir ist es meistens, oh, das ist ein Steinerhaufen. Oh, schau, ein anderer Steinerhaufen.
Es liegt immer im Auge des Betrachters. Ja. Ja. Wir sind dieses Jahr nach Chamonix gemeinsam gefahren, dass wir da in dieses Tal rein sind, wo sich daneben die 4000er erheben hat. Ah ja, Berge. Der besagte Freund ist verfallen wie ob der Schönheit der Berge und der Peter so, Berge. Aber warum laufst du dann eigentlich in der Gegend? Weil die anderen auch dort waren. Und weil es wieder runtergeht, der Peter läuft sehr gerne runter. Das ist okay. Wohl, das ist wahr, ja. Also ich mag Downhills unheimlich gern. Und alle anderen haben sich da beworben und haben gesagt, hey, das ist super. Und dann habe ich gesagt, na, bewerbe ich mich halt auch. Und dann haben sie mich doch noch genommen und dann war ich halt angemeldet. Wir haben ein Bubenwochenende gemacht. Dann war ein Bubenwochenende gemacht. Ja, das klingt da lustiger. Ich muss ja dazu sagen, also für mich sind so Veranstaltungen wie der UTMB zum Beispiel ein bisschen ein Graus, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ja, ich weiß nicht, damit kann ich zum Beispiel gar nichts anfangen. Es ist, ja, ganz, ganz komisch. Was ist dabei schlimm für dich? Also, wo du sagst du, das taugt dir gar nicht? Also, totalen Respekt vor die Distanz und allem nicht falsch verstehen, aber so, dass ich mir vorstelle, dass ich damit wie viel Leute gehen da am Start? 2000? Ja. Pro Rennen, ja. Und so, dass ich mir die ersten 5 Stunden in irgendwie so an, keine Ahnung, Hintern an Hintern unter Anführungszeichen da im Berg rauf quäl. Ach, ich weiß nicht. Also, nur damit ich sage, dass ich dann da mit dabei war, von der Distanz her und von der Strecke her richtig cool. Aber ich weiß nicht, das macht es für mich irgendwie nicht aus. Ja. Also wenn ich die gleichen Strecken allein vielleicht laufe oder mit 2-3 Leuten, sage ich, wow, aber irgendwie mit so viel Leuten. We tried. Das haben wir auch schon probiert. Aber ja, es ist, ich habe das auch jahrelang kritisch gesehen oder so. Aber ich finde, es hat beides was. Und wir waren eben dieses Jahr dort und sie machen das halt schon, also die Stimmung und am Start machen sie und dann klatscht das die ganzen Leute das ein. Das ist schon eine Gänsehautstimmung. Und gut, jetzt mit Corona hat es 3 Startwellen gegeben und jetzt war jetzt nicht ganz so die Trail-Autobahn, wie das normalerweise ist. Und es waren, so, du warst, ich habe mich dann fallen lassen beim Startblock, ich war relativ schnell alleine und das ging dann. Also das war eigentlich, also in dem Fall war Corona echt angenehm, dass nicht alle auf einmal gestartet sind, sondern so drittelweise. Aber ich kann. Sonst, glaube ich, ist es schon eher so Stauprinzip dann zu Beginn und ja. Auf jeden Fall. Natürlich die Community ist dann eine ganz nette und so, aber irgendwie so vom Naturerleben ist, das geht dann halt, das dauert dann wahrscheinlich einige Kilometer, bis sich das Pferd auseinanderzogen hat. Ja, also bei uns, ich bin ja quasi bei einer anderen, also bei einem anderen Wettkampf gestartet. Bei mir war es so die ersten, was lass es 8 Kilometer sein oder 9. Und dann war das mehr oder weniger erledigt. Dann hast du jetzt nicht immer die exakt selben Leute gesehen, die du immer wieder getroffen hast, aber dann waren halt irgendwie, lass es 10 Leute gewesen sein, die so um dich herum georbitet sind, je nachdem, wann du mal dort schneller warst oder da. Was halt super angenehm ist bei längeren Wettkämpfen, ist halt, du musst da über Essen, Trinken, Streckenführung überhaupt keine Gedanken machen, weil wie wir alleine dort waren, 2019, I guess, war das 19, sind wir zu 5 gewesen und 4 Leute laufen und ich war die Labestation. Die eine, die halt herumgefahren ist rund um den ganzen Franzosenhügel. Und zuerst wollten sie das ganz ohne machen, das wäre quasi nicht gegangen oder ganz schwierig gegangen, glaube ich, also von der Logistik her. Ja. Und du merkst schon, was die da jetzt machen, also an Anzahl der Verpflegungsstationen, weil wie da herumgefahren bin, habe ich mir gedacht, ist auch nicht so ohne, wo die überall hinfahren und was die alles dort aufstellen. Na sicher, der Veranstalter, die leisten schon einiges, ja. Ja, und nicht ohne Grund ist das, also auch das ganze Wochenende, die ganze Stadt lebt da irgendwie für diese Läufe und das ist schon. Man muss nicht dauernd haben, aber das ist hat schon was. Also man ist nicht ohne Grund so ein bisschen ein kleines Mecker geworden. Ja. Ja. Aber auch der Großglockner Ultra zum Beispiel, wo du sagst, kannst jetzt auch Alarm machen, aber da musst du halt auch echt gut die Berghütten
einteilen, damit du es alleine machen kannst, wäre einfach essen, trinken. Also das ist halt, alles andere ist wurscht, aber essen und trinken, das ist halt wirklich doof. Ja, ja, sicher. Ja, so hat halt jeder seinen Zugang irgendwie. Das ist, wie du gesagt hast, das ist ja das Coole, dass es so unterschiedliche Distanzen gibt und jeder hat so seinen Plan und auch Nicht-Plan, den er verfolgt. Cool. Ja, ich finde bei, also in Österreich, selbst in Österreich, weil ich mir einfach nicht so gut auskenne, ich finde diese Wettkämpfe, finde ich es ganz cool, dass du musst in der Gegend nicht auskennen. Also da gibt es irgendwen, der vor Ort, weiß nicht, in Tirol oder in Vorarlberg oder in, weiß nicht, Salzburg, sagt, schau, da ist eine 100-Kilometer-Strecke, die ist echt cool zum Laufen. Wir haben es da ausgeschildert, weil du kennst die da nicht aus und du kannst es dann ablaufen. Also den Ansatz finde ich ganz nett, weil bei mir daheim kenne ich die Strecken auch und kann man schnell mal eine 10, 20, 50, 100 Kilometer Runde zusammenklicken. Aber wenn ich jetzt einfach irgendwo hinfahre, dann wird es ja, halt sicher. Vor allem ins alpine Gelände ist dann auch wieder was anderes. Ne? Ja. Und ich bin einfach navigationsmäßig echt zu doof, dass ich das ohne Hilfe schaffe. Okay. Wie man es im Vorgespräch schon geklärt hat, man hat einen technischen Urassistenten für seine Laufuhr. Okay, der navigiert und die Strecken zusammenstellt. Deswegen kann der Peter sowas auch nie alleine machen, weil er irgendwen braucht, der die ganze Technik abnimmt. Und was bietest du als Gegengeschäft dann an? Ich kann, glaube ich, relativ gute Labestationen bauen. Da muss man sagen, der Peter hat neue Maßstäbe gesetzt, was Labestationen betrifft. Da ist er ist er einfach unerreicht in Österreich. Okay, dann werde ich das nächste Mal vielleicht engagieren, wenn ich wieder sowas vorhabe. Dann hätte ich gerne spezielle Labestationen. Also besagter Freund von uns, der läuft jedes Jahr im Mai, Juni von Wien am Schneeberg rauf. Über den Wienerwald, das ist eine super Strecke, sind 80 Kilometer. Du hast nur, ist meistens von Freitag auf Samstag in der Nacht und da hast du halt relativ wenig Möglichkeiten, Wasser zu laden. Und deswegen üblicherweise organisiert er irgendwen, der bei Kilometer 50 steht und Wasser bringt. Dieses Jahr hat das der Peter gemacht. Der hat aufgetischt mit Suppe, Oliven. Also ich wäre nicht weitergelaufen und dann ich hätte das alles aufgegessen, was er da mitgebracht hat. Also da ist in einem Wirtshaus teilweise schlechter, als was der Peter da in der Labestation zum Dinieren mitgebracht hat. Ja, da man ja so Anfälle hat, dass man gar nicht weiß, auf was man Guss da hat, wie Schwangere, dann muss man ja unterschiedliche Varianten anbieten und was das Herz dann begehrt gerade in dem Moment, oder? Richtig. Also wenn irgendein Veranstalter einen Labe-Organisator, Manager oder irgendwas braucht, kontaktiert den Peter oder mich als seinen Manager. Wir finden eine Lösung. Ja. Jeder kann was. Du hast uns gefragt, was wir nächstes Jahr vorhaben. Das hast du erst schon erfahren. Was hast du nächstes Jahr vor? Boah, das weiß ich noch gar nicht so genau. Also. Du hast 5 Wochen Urlaub. Leider nicht am Stück, ja. Aber es wird sicher wieder irgendein Abenteuer werden. Was genau, weiß ich noch nicht. Also es ist so, spannenderweise kriege ich jetzt auch immer wieder nette Einladungen zu allem Möglichen, was man nicht laufen könnte. Vielleicht werde ich dann wirklich einmal ein Rennen mitlaufen wieder. Ich weiß es wirklich nicht. Also ja, momentan genieße ich einfach so drauf los zu laufen, ohne irgendwie noch so einen konkreten Plan zu haben. Ja. Alles annehmen, dass der Mozart 100 so super schön sein soll. Ah, ist jetzt halt auch schon wieder so eine bekannte Veranstaltung. Das ist, weiß ich nicht, aber vielleicht Innsbruck sowas in der Art. Innsbruck ist auch sehr schön. Ja. Also kann ich auch nur empfehlen, und auf der langen Distanz laufen nicht so viel. Was vom Dirk haben wir gehabt? 130 Leute? Ja, aber nicht so viel. Den Dreh. Und dieses Jahr waren es noch weniger, weil dieses Jahr ist es, glaube ich, jetzt einfach mit irgendwelchen Beschränkungen so blöd gefallen, dass sie wirklich auf der langen Distanz sehr wenig Menschen gehabt haben. Aber vom Lauf her, muss ich sagen, und von der Organisation her, von Labestationen, waren die echt gut. Also das haben sie echt gut organisiert. Und was hältst du von sowas wie Backyard Ultra? Da kannst du ja auch alle Stunden mal hinsetzen. Oder ist es eher so nix?
Ja. eher so nix, sagen wir mal. Also, ja. Also das reizt dich so gar nicht. Nein. Weil, okay. Das, ja, wie gesagt, aber ich brauche immer irgendwas anderes. Also vielleicht, keine Ahnung, vielleicht zwischendurch habe ich schon wieder gedacht, vielleicht einmal wirklich ja, vielleicht wieder was Kürzeres, Schnelleres, eben so wie Falsch oder Keiner und da wirklich mit ein bisschen mehr Ambition oder was wirklich ganz Langes. Also so wie ein Cut 100 oder so vielleicht. Oder in Wien habe ich jetzt einmal gehört, da gibt es ja auch so irgendwie so einen Meilenlauf, also 100-Meilenlauf. Nein, Wien rund um Atom gibt es. Der ist jedes Jahr, der hat aber noch 120 Kilometer. Und es gibt jetzt so den Wienerwald Ultra, den haben sie für 22 länger gemacht. Das sind 4 Runden. Also wir sind dann gelaufen, ich bin am eine Runde gelaufen, der Flo ist also 3 Runden gelaufen, oder war die Strecke noch ein bisschen anders, da waren es 100 Meilen halt. Ja. Und jetzt da haben sie ihn ein bisschen gestreckt nach hinten. Also die Runde kürzer gemacht, dafür eine Runde mehr und jetzt da ist das Ganze 178 Kilometer, glaube ich. Das sind jetzt da die 4 Runden, die du laufen kannst. Es ist aber viermal das, also quasi viermal die gleiche Runde. Es ist jetzt nicht, es ist jetzt da nicht schier, also die Strecken ist okay. Es ist nett, Wienerwald. Du hast den Riesenvorteil, du bist nie alpin, weil das Höchste, was du hast, ist der Troppberg und ich glaube, der Troppberg hat 380 Höhenmeter. Und so irgendwas in die Richtung. Aus Wien ist da schon fast der Berg. Na, also ja, vielleicht, aber nein. Also es wählt halt die ganze Zeit dahin. Es ist, es ist halt, wie wenn du irgendwo, weiß ich nicht, im Tal dahin guckst. Also es ist jetzt da kein Keinach, es ist kein Feitsch, es ist kein Stanz, es ist, es ist halt Wienerwald. Aber es ist halt weit. Es ist der längste Lauf, da ist der Cut sicher eine ganz andere Hausnummer, weil der Cut 10.000 Höhenmeter. Glaube ich. Ich glaube sowas, ja. Oder 9.996, glaube ich. Oder, hat der Thomas. Okay. Ja, ja, ist ja UTMB ähnlich quasi. Qualifier. Ja. Achso, ja, und ähnlich, ja. Es sind 170 Kilometer, ja. Knappe 170 Kilometer und knappe 10.000 Höhenmeter. Ja. Und der soll recht hart sein von den Anstiegen. Also, da werde ich recht steil sein sollen. Ja, ich schaue halt einfach einmal und dann lasse ich mir spontan treiben, was ich mache. Ja, jetzt lacht's nicht. Ja, also nein, ich bis zumindest, also nicht bis zur letzten Woche vor dem Termin, aber jetzt, ja, es ist noch so früh im Jahr, jetzt ist eine Skitouren-Saison angesagt und dann schauen wir weiter. Ich glaube, man muss eh nicht genau wissen, wie gesagt, ich weiß auch noch nicht wirklich genau, ich glaube, das muss man aber schauen, wo es einen so hintreibt und wo es dann Spaß macht. Genau. Ja, und sonst läuft es einfach von Westen nach Osten in Österreich oder von Osten nach Westen, da kann man ganz flexibel sein. Ja. Sehr empfehlenswert, falls du Tipps braucht, sie können es mir jederzeit anrufen. Ja. Ich würde eine Labestation machen, wenn es das wirklich macht. Gell? Wunder dich nicht, wenn irgendwann das Telefon klingelt. Ja, nein, wirklich, also der Deal steht. Wir stellen ihn zur Verfügung. Ja. Du musst aufpassen, der Peter. Challenge accepted. Der Peter scherzt bei sowas selten. Ja. Ich würde eine Etappe mitlaufen, wenn es das macht. Ja. Ja, vor allem Nord-Süd zum Beispiel wäre tatsächlich gar nicht so, da braucht man nicht mal viel Aufwand treiben. Weil Nord-Süd, wenn es in Niederösterreich Richtung Steiermark, das war super schön, also nur in das Bundesland. Ja. Ach so, ich habe mir jetzt gedacht, wenn du jetzt dann in Niederösterreich, weiß ich nicht, wie heißt das da oben, Mistelbach, Laa an der Theia und du laufst dann nach unten, nach Deutschlandsberg oder so, also bei Graz vorbei, ob ich. Da hast du mindestens eine ganz nette Strecken, weil du laufst Wienerwald. Direkt ins Weingebiet, wenn man dann noch bei Blattersburg weiterläuft. Dann laufst du halt über die Feitsch, dann bei der Stanz rauf, Richtung Graz halt da drüber. Also über die, was ist das, Fischbacher Alpen, glaube ich. Und dann unten lässt du es im, wie heißt das, Oststeuerisches Vulkanland, Hügelland, Dingsbumsland. Da wirst du es dann ausklingen lassen. Ja. Ja, Pläne gebe es genug unschöne Strecken, ja, oder? Ich sehe schon beim Peter Grübel, bevor er jetzt schon endlich das Datum festlegt, wann wir das nächstes Jahr machen.
Ja, meine Zeit, wie gesagt, ja. Also ich organisiere zumindest eine Labestation. Sehr gut. Ja. Peter zückt schon einen Zettel. Ich glaube, wir sollten das jetzt, wir danken dir für die letzten 1,5 Stunden, für dem, dass du dem Peter diesen kleinen Samen in den Kopf gesetzt hast und wir dann nächstes Jahr von Nord nach Süd laufen. Das war super interessant. Danke. Ja, ich sag danke für eure Zeit, war lustig und wäre cool, wenn wir uns vielleicht einmal sehen zum Laufen. Auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr gerne. Da sind wir natürlich auf alle Fälle dabei und wir sagen danke. Wenn noch irgendjemand Fragen hat und sie dir stellen mag, möge er uns die zukommen lassen. Wir leiten die sehr, sehr gern weiter. Super, ja. Passt. Dann danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis bald. Tschüss.